Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Wiederaufführung. Alte Filme neu entdeckt, mit mir, dem Max. Und der Kali. Und dem Christian. Große Lust an steilen Thesen, garantiert nicht spoilerfrei, gefährliches Halbwissen. Das ist auch heute wieder unser Credo, auch heute wieder ein Film, den wir gucken werden. Aber wir haben heute mal wieder einen Gast. Ja, das bin dann mal wieder ich, ne? Stimmt, Kali. Und du hast auch, eigentlich hast du auch den Film mitgebracht, kann man das so sagen? Ja, kann man so sagen, tatsächlich. Ja. Das war mir ein Anliegen. Nachdem ich außer von der Existenz so schnell und ganz spontan durch Dirty Dancing erfahren habe, meinen Recherchen, habe ich dann auch gedacht, ja, guck's mal weiter nach Darstellern, war dann so in der Phase. Habe wirklich so Dirty Dancing geguckt im Fernsehen, ganz langweilig. Hat mich die Werbung genervt, habe ich meine DVD eingelegt, habe die geguckt, war ganz begeistert. Habe dann weitergeschaut, habe gedacht, naja, kannst du mal in die 80er reinschauen, weil ich bin da im Gegensatz zu Max nicht so bewandert, weil ich das nicht so gerne mag. Ja, brauchst nicht übertreiben, ich habe den Film auch noch nicht gesehen. Ich sag nur kurz, wir gucken heute Red Dawn, die rote Flut. Ja, und dann hast du mir Outsiders empfohlen. Und durch das Cast bin ich dann auf einen Artikel gekommen mit Red Dawn. Und dann habe ich gedacht, beim Cast, warum sagt ihr das gar nichts? Und auch bei dem Inhalt, klingt nach Dystopie. Dystopien sind für mich immer sehr, sehr gut. Oh ja, holst du dir mal. Und ich gesagt, auch gut, kann man es ja auf einen Podcast vorschlagen. Und ich gesagt, naja, wenn ihr den als Podcast macht, dann möchte ich auch dabei sein. Und das war eigentlich die Geschichte, kurz und knackig. Ja. Nee, es ist mir auf jeden Fall wichtig, dass du dabei bist, weil ich finde das schön, dass du das als Dystopie anschaust. So. Ich habe einen extrem argwöhnischen Blick heute drauf so und ich bin mal gespannt. Das ist ein Film, den ich gemieden habe. Den wollte ich bisher immer nicht gucken. So. Wie kommt denn das? Weil ich das Gefühl habe, wir haben es hier mit einem Film zu tun, ich unterstelle dem Film böse Absichten. Aber lass uns das mal gucken, weil das ist jetzt nicht hilfreich, mit den Vorurteilen schon gleich vor dem Film loszulegen. Ich schätze aber durchaus den Regisseur John Milius, den ich auch als Drehbuchautoren schätze. Der hat ja zum Beispiel Apocalypse Now geschrieben und hat Filme gemacht wie Conan der Barbar. Übrigens auch hier wieder Basil Poledouris mit der Musik dabei. Genau, der Komponist, der bei Conan zum Beispiel ja auch wirklich einen sehr fetten Score gemacht hat, der sozusagen auch ein bisschen Lust auf Krieg und Auseinandersetzungen macht. Ich kann im Fantasy-Kontext ganz gut was damit anfangen. Und bei Red Dawn habe ich natürlich Sorge, weil es ja ein sehr ich glaube, das ist, wenn wir mal gucken, so, ne, weil du sagst Dystopie. Ich habe so das Gefühl, der Film wird sich Mühe geben, das durchaus realistisch aussehen zu lassen, auch wenn das sozusagen, was da passiert, nie passiert ist. Im Grunde genommen werden wir den Beginn des Dritten Weltkriegs hier erleben, oder? Das ist die Idee von Die Rote Flut. Mein Kenntnis ist, die Russen fallen in irgendeine US-Kleinstadt ein. Im Heimatland. Wenn sie das mit angezogenen Waffen machen, dann ist das quasi Krieg und der dritte große. Ich habe ehrlich gesagt was ganz anders. Ich bin da ganz, ganz frei von Vorurteilen. Ja, ist gut. Aber ich habe also ein Vergleichsbild im Hinterkopf gehabt, wo ich dachte, hoffentlich ist es besser. Und zwar von das Buch von Philip K. Dick, Das Orakel vom Berge, wo sozusagen in der Dystopie die Japaner den Zweiten Weltkrieg gewonnen haben, wie sich das alles entwickelt hat auf dem amerikanischen Boden. Ist jetzt auch als Serie rausgekommen, nochmal verfilmt, hier mit The Man in the High Castle. Okay. Habe ich jetzt aber nicht gesehen. Ich habe nur ein paar Stimmen, die ganz begeistert sind, aber das war was ganz anderes. Und da habe ich dann vom Grundplot das Buch ganz schnell durchgelesen, weil ich ganz begeistert von der Idee war. Hat mir aber letztendlich nicht so gut gefallen. Und bin jetzt gespannt. Für mich ist das jetzt in der Hinsicht ein anderer Ansatz, auch in diese Richtung zu gehen. Und das ist jetzt so die Perspektive, unter der ich gucke. Genau, also ich hoffe, dass das wirklich sehr viele Perspektiven heute gibt, weil wenn es nur meine Vorurteile gäbe und die sich dann auch noch bestätigen würden, wäre das ein sehr langweiliger Podcast, weil dann wäre ich nach 5 Minuten durch. Ich freue mich total auf verschiedene Sichtweisen. Ja, ich erwarte einen knallharten Actionfilm. Ja. Bäm. Der wird es wohl auch sein. Die Frage ist halt das Bild. Das ist ja jetzt, wobei der ist so etwas länger, ist der jetzt schon vom deutschen Index runter, ne? Hat aber immer noch eine FSK 18 Freigabe, richtig? Genau, ist jetzt ab 18. Das ist die neue, deswegen kann er auf jeden Fall nicht mehr indiziert werden. Müssten wir nochmal nachgucken, ob und wie der mal indiziert war. Das weiß ich, dass er indiziert war und ich weiß auch, dass es eine gekürzte Fassung gab. Das war, glaube ich, auch schon eine 18er Fassung. Das habe ich mir über Schnittberichte nochmal nachgeschaut, weil ich finde es ja immer ganz interessant, also der Film hatte hier in Deutschland, wie man nachlesen kann, 84, 85 auch schon für ziemlich viel Aufregung auch in einigen Kinos gesorgt. Ne? Da gab es durchaus Friedensaktivisten, die da sehr lautstark protestiert haben. Also in einigen Kinos es auch geschafft haben, dass der vorzeitig rausgenommen wurde. Ich weiß nicht, ob das denn später die Entscheidungsindizierung auch beeinflusst hat. Ich nehme jetzt nicht an, dass wir hier ein extremes Gemetzel erleben werden. Ich glaube schon, dass die politische Haltung da vielleicht mit reinspielt. Und dann war der Film halt in so einer 12 Minuten kürzeren Fassung da. Und da habe ich jetzt natürlich nicht angefangen, gleich den ganzen Schnittbericht mit anzuschauen,
und mir den Film sozusagen schon vorher mal in Einzelbildern anzugucken. Aber schon gleich am Anfang gab es Texttafeln, die erklären sollen, in welchem Kontext, in welcher alternativen Welt sozusagen das jetzt spielt. Ne? Da werden sozusagen so ein bisschen europäische Politik, wird mal so kurz skizziert. Das finde ich jetzt mal ganz spannend. Also gerade auch vielleicht so in der Gegenwart, in der wir uns im Jahre 2016 im November befinden, bin ich mal gerade neugierig. Was für eine Welt wird da im Jahr 84 so als Utopie oder Dystopie gemalt? Ja, wie fühlt sich das für uns an? Aber ich habe halt die Vermutung, dass das ein Film ist, bei dem Trump applaudieren würde. Und es ist überliefert, dass Ronald Reagan es seinerzeit auf jeden Fall tat. Da ließ ihn sich persönlich. Aber Ronald Reagan ist auch als Demokrat gestartet, bevor er ins Republikaner-Nest gezogen wurde. Ist es so? Ja, ist tatsächlich so. Und er war Schauspieler. Dann lasst uns ja, doch mal gucken. Ja, das gleiche gilt auch für Henry Fonda, habe ich auch gestern gelesen. Ja, okay. Die haben nämlich beide zusammen als Demokraten ganz so angefangen und nachher ins Republikanerlager rein, als sie Geld verdient haben. Könnte man also die steile These aufstellen, dass um Republikaner zu sein, muss man enttäuschter Demokrat gewesen sein? Nee, und wenn du Geld hast, dann kannst du Republikaner werden. Aha. So viele Möglichkeiten. Ach schön. Also ich hätte übrigens Lust, also ich weiß ja nicht, wie es euch damit geht, aber ich kann mich wahrscheinlich kaum zurückhalten. Also für mich ist das politisch aufgeladen so, ne? Und ich kann wahrscheinlich auch ein bisschen die Dinge platzieren, die mich eh gerade so bewegen. Mal gucken, welchen Anlass der Film uns dafür gibt. Da sind wir doch dabei. Ja, super. Ja, dann lassen wir diese Welle mal auf uns zukommen. Ja, nichtsdestotrotz, Kalter Krieg ist für mich immer spannend. Oder der Hinweis, Red Dawn ist ja die rote Morgendämmerung. Ist ja ein bisschen ambivalenter im Original. Mal gucken. Also die rote Morgendämmerung oder die rote Flut. Yes, Comrades. Uiuiuiui. Ja, da ist sie, da hat sie gedämmert, die rote Morgendämmerung. ich würde sagen, wir machen mal wieder so ein bisschen drumrum erstmal. Also, ich kannte Patrick Swayze, Charlie Sheen, C. Thomas Howell, Harry Dean Stanton und Howard Spoothy. Und die beiden Mädels, Lea Thompson, ne? Lea Thompson, Jennifer Grey. Jennifer Grey. Ja, damit gehe ich doch d'accord. Mehr kannte ich nicht. Ja, eine ganz schöne Palette an. Damals, ja, waren die da schon bekannt? Also die sahen mir noch nicht so aus, als wären sie schon in ihren großen Rollen gewesen. Die sahen noch sehr jung aus, viele. Also gerade bei Charlie Sheen habe ich so gedacht, ey. Ja. Aber ich fand gerade am Anfang diese Einführung als Footballer mit Martin Sheen, das hat mich extrem an Breakfast Club erinnert mit Emilio Estevez. Da konntest, wenn du die beiden mal nebeneinander schneidest, diese Bilder, siehst du wirklich, dass das Geschwister sind. Die gleiche Frisur und nur gleiche Outfit und letztendlich bloß eine schliche Haarfarben. Ja, ich meine, mit dem Einstieg in der Highschool ist das ja auch, also ich glaube, das passt ganz gut rein, so zumindest für diese ersten 2-3 Minuten in die Welt der 80er, der Teenager-Filme, also so ein ganz, ganz entfernter Hauch von Howard Hughes geht da auch irgendwie so durch, ne? Also eben Breakfast Club. Bis natürlich recht schnell die Russen. Oder in dem Fall ja erstmal noch Mexikaner oder die Kubaner, ne? Kubaner, genau, die im Dienste der Russen sich da mit dem Fallschirm direkt vom Klassenraum abseilen, ja. Ja, nee, ja, ich glaube, weiß ich auch nicht, ne? Also brauchen wir jetzt, glaube ich, den Plot nicht zusammenfassen, der ist ja auch relativ überschaubar. Es war auf jeden Fall auch eine große Überraschung für mich, dass der so spärlich ist, ne? Also weil im Grunde genommen wird gleich am Anfang gibt's quasi den großen Überfall und dann eigentlich erstmal die Flucht in die Berge, sodass wir unsere kleine Truppe von, ich meine, es sind schon junge Erwachsene, es sind eigentlich keine Teenager, oder? Wird das irgendwie gesagt? Naja, Oberstufe, ne? Also Patrick Swayze scheint schon 2 Jahre älter wenigstens zu sein als der Rest der Gruppe, aber sonst scheinen die mir so alle noch mindestens Mittel- bis End-Teenager zu sein, ja. So typisch, ne, dass Patrick Swayze jemand, der alte Sack ist. Das ist bei Outside, das ist ja schon der Fall, ne? Das würde ich mich da gleich wehren kann. Noch bei Dirty Dancing ist er der Reife in der Runde, also es ist irgendwie immer so sein Los, dass er der Älteste und Weiseste ist von den Teenies. Ein paar Jahre zu früh vor den anderen dran. Ja, weil dann sind sie die Rebellen, die Guerillas und episodisch sehen wir, wie sie immer wieder Angriffe starten, zunehmend erfolgreicher werden, nur um dann immer brutaler zurückgeschlagen zu werden. Das, also, oder? Also habe ich irgendwas verpasst? Das ist es, ne? Ja, eigentlich kannst du es so sagen, ja. Ja, also da war ich jetzt überrascht. Ich dachte, dass das irgendwie, keine Ahnung, dass sie immer mehr sich involvieren oder irgendwas infiltrieren. Ja, genau, oder also sowas wie zum Beispiel, wir erobern die Stadt zurück oder wir gehen eben zu diesem Free America Bereich oder
Aber ich habe auch allgemein, es wirkt es für mich so ein bisschen lose. Also mir ist teilweise, dann habe ich so gedacht, ja, so ähnlich habe ich, glaube ich, Conan auch gesehen, als ich den geschaut hatte. Das ist so, der sich gerne mal in den Landschaften auch verliert und so ein paar Panoramaaufnahmen sucht. Und die Geschichte, die gibt es auch irgendwie, aber die ist eigentlich mehr eher durch die Monatseinblendung hier zusammengehalten, dass wir mal wissen, es ist wie ein Monat vergangen, als dass wir jetzt eben sowas ganz Konkretes haben wie, so, heute haben wir 5 Kilometer Raum gesichert oder bla 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 bla, keine Ahnung. Also es wird ja auch nie so konkret gesagt, diese Angriffe sind ja auch mehr so, ja, jetzt sind wir bei einem Angriff dabei. Ob die den ausspioniert haben vorher oder warum sie jetzt gerade den angreifen und nicht irgendwo einen anderen Konvoi, das ist ja alles offen. Also das hat, ne, das, die am besten beschriebene Mission ist ja tatsächlich dann am Schluss, wenn sie sagen, wir gehen in die Stadt und sorgen für Ablenkung und ihr könnt flüchten. So, und alles andere ist irgendwie so, Cut. Nächster Angriff. Cut, jetzt fällt gerade mal noch jemand vom Himmel und den holen wir unsere Gruppe und so Sachen. Ich fand, ihr habt das eigentlich schön beschrieben mit der Inhaltsangabe. Mein Gedanke, also ich habe verschiedene Gedanken durchlaufen. Und mein Gedanke war echt zwischenzeitlich, jetzt haben sie die ganzen Explosionen abgedreht, so alle 2 Minuten gefühlt. Haben sie überhaupt Handlung dazwischen gemacht? Also sie ist sozusagen der Grund des Fokus des Films, die Explosionen und alles andere drumherum so wild zusammengewebt. Also ich fand jetzt auch diese Monatsangaben nicht so das Zusammenhalten. Ich fand jetzt wirklich hier die Bum, 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 Bum. Also ich meine, die Tricktechnik und alles, die konnten sich da ja richtig ausspielen. Und die Stunt-Koordinatoren, das war Wahnsinn. Sind ja auch schöne Sachen dabei. Aber mir ist die Handlung da deutlich zu kurz gekommen. Auch die Kommunikation zwischenzeitlich und auch teilweise war mir dann die Charakterentwicklung nicht so begründet. Also die einzigen, wo ich dann die Charakterentwicklung noch, naja, nachvollziehen ist zu viel gesagt, ne? Aber wo ich ihn auf jeden Fall noch am interessantesten fand, weil es relativ schnell deutlich wurde, war halt die von diesem Robert mit dem gebrochenen jungen, kleinen Jungen, verunsichert ist, weil seine Eltern verloren hat, der auf einmal alles, ja, komplett den Verstand verliert und nur noch das Tier raushängen lässt, ne? Also das war ja noch als ein, der hat auf jeden Fall seine Linie verfolgt, ne? Das war auf jeden Fall nachvollziehbar. Aber wo die anderen so rumgedallert sind, das war für mich überhaupt nicht mal ansatzweise nachschaubar. Also ich kann mir auch gut vorstellen, dass John Millis da eigentlich irgendwie 3 oder 4 Stunden Film machen wollte, dass auch noch wir mitkriegen, wie eben der Daryl in die Stadt geht und mit seinem Vater noch diese Gespräche hat oder wie noch längere Passagen, wie sie da irgendwie diese Lage besprechen oder sonst wie. Das kann ich mir irgendwie gut vorstellen, weil ich auch teilweise irgendwie das Gefühl hatte, wie gesagt, die Story ist so sehr sehr dünner roter Faden, wenn überhaupt. Und er hatte auch so richtig mit den Charakteren reinkommen, diese Charaktere war bei mir auch nicht so bis zum letzten. Das war so der Hauptpunkt, wo ich so dachte, jetzt könnte es nochmal einen richtigen schönen Kniff geben, war eben dann mit dem Gefangenen und dem Daryl zusammen, diese Stelle, wo ich dachte, okay, ja, mal gucken, wie sich das jetzt entwickelt und noch auswirkt. Aber das blieb auch mehr so, es verlief sich in diesen Weiten der Prärie gefühlt so ein bisschen. Es wurde nicht, da hätte ich gedacht, jetzt könnte mal so ein emotionaler Haken richtig kommen und wir gucken nochmal, wie wirkt sich das nochmal auf die aus und so. Aber das blieb dann doch eher versandete, ja. Ich habe das vorhin, Entschuldigung. Ich mag es kurz und knackig. Ich habe es vor allem daran gemerkt, dass mir es zu kurz kam, weil abgesehen von den Stars, die man sozusagen kennt als Schauspieler, die ganzen anderen, die ich mir fremd waren, die habe ich auch zum ersten Mal einmal gesehen, wenn sie gestorben sind. Das war ein ordentlicher Hinweis darauf, dass sie mir die Charaktertiefe nicht so doll war. Ja, die Rote Flut, die Seifenoper, das wäre wahrscheinlich möglich gewesen, stimme ich dir zu, Max. Aber es gab dann noch diesen, also bei mir den Gedanken, das ist fast wirkte, als wäre das John Milius alles ein bisschen lästig gewesen, ne? Weil ja ständig passieren ja total extrem krasse Sachen. Die verlieren ihre Eltern, Angehörigen, müssen das Töten lernen und damit irgendwie klarkommen, dass man dann auch mal jemanden aus den eigenen Reihen umbringt. Und also passieren extrem, also wirklich die ganze Grausamkeit des Kriegs ist da. Aber ich habe das Gefühl, als wäre das John Milius ein bisschen lästig, jeder kriegt ja mal so seine Weinszene oder Zusammenbruchsszene und dann war es das aber auch so. Ne? Also da sind so viele Traumata, werden da angehäuft, also die ganzen Filme, die kann man eigentlich gar nicht alle drehen, die das irgendwie aufarbeiten würden. Und ich, also es macht für mich auch schwer. Also das sorgt dann auch dafür, dass ich denke, da entwickelt sich überhaupt, also für mich sogar gar nichts in den Figuren, weil da, wo das, sage ich mal, zumindestens ein Bogen erzählt wird, wie bei dem sozusagen dem nach dem Hirschblut trinken zum Mann und Soldaten werden, es ist halt auch extrem flach so, ne? Also ja, das ist eine Entwicklung. Aber ich glaube fast, das wäre vielleicht was gewesen, dass man den Fokus vielleicht auf einen der Charaktere noch mehr legt oder vielleicht aus seiner Sicht erzählt, so wie dann eben zum Schluss noch Voice-Over kommt, um uns noch zu sagen, ach so, übrigens ist dann irgendwann vorbei gewesen. Aber das ist zum Beispiel, ne, weil ich gerade überlege, und Robert, ja, diese Bluttrink-Szene, dann der Kunde, oder dieses Thema, wo sind meine Eltern, was sind meine Eltern?
dann eben der Verrat in den eigenen Reihen sozusagen. Also dass man, wenn vielleicht der Fokus auf einen dieser Leute gewesen wäre. Ich habe immer so auch natürlich geguckt, okay, Patrick Swayze ist sozusagen der Anführer der Gruppe, also gucke ich mal auch um ihn rum und die anderen sind halt dabei, in Anführungszeichen, so ein bisschen abfällig ist gesagt. Aber so, das wäre vielleicht, ich meine, dann wäre es natürlich auch wieder ein anderer Film geworden, klar, aber das wäre vielleicht noch so eine Sache, wo ich dann mehr hätte mitgehen können mit so den ganzen Sachen, die ja passieren vielleicht. Ja, ich fand teilweise wirkt das auch so überlagert, also so extrem übertrieben dargestellt, gerade wenn es um diese Waffen, Granaten ziehen gegen selbst und ich habe zwischenzeitlich echt so gedacht, ja, wo steuern wir jetzt hin? Wird das jetzt die Geschichte, wie die Schulkinder den Dritten Weltkrieg gewinnen, das Land zurückerobern oder was ist das? Und auch die Darstellung der, ich sag jetzt mal, Russen / Kubaner. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich habe von vornherein damit gerechnet, dass die relativ infantil und dümmlich dargestellt wären, weil das eine klassische amerikanische Weise wäre. So die richtige Einführung war die mit dem kleinen Trupp, die sozusagen sich vor den Sehenswürdigkeiten fotografiert lassen haben. Das sollte natürlich auch blöd wirken und dümmlich, aber ich fand es an sich gar nicht mal so unrealistisch, wenn du jetzt da bist, ne? Aber dann auch das war für mich, glaube ich, der Tiefpunkt selbst, war tatsächlich wie der große, stattliche Kommandeur, ich keine Ahnung, wie die Ränge da sind, von einem Pfeil im Hintern geschossen wird und dann sagt, ich sterbe. Ja. Das fand ich so ein bisschen lächerlich. Also das war so dieses, ach Göring, ja, komm. Ja, ich habe mich da, also das ist noch der Moment, wo ich mich noch so gefragt habe, soll das jetzt eigentlich, also ist das jetzt absichtlich so auf komisch gemacht? Also ich konnte da nicht besonders doll drüber lachen, also eigentlich gar nicht, aber es ist auf jeden Fall sehr lächerlich. Es ist so inszeniert, dass es lächerlich ist, obwohl er ja eigentlich gerade dabei ist zu sterben und den erschießen die auch da, ne, und auch nicht zu knapp. Aber es ist so, ich habe so das Gefühl, das ist also ein Moment, wo ich das Gefühl hatte, da war aus Filmemacher-Sicht gerade auch wichtig, es nicht zu grausam wirken zu lassen, was eigentlich gerade grausam ist, ne? Also weil es ist natürlich irgendwie lustig, wenn er den Pfeil im Arsch hat, so. Aber also für mich war es auch so ein bisschen so, naja, es ist ihre, oder ich bin nicht 100%, aber es war, glaube ich, ihr erster Angriff. Ja, und von daher ist es eben noch so diese, Blut in die Hände bekommen. Da läuft es eben noch nicht so glatt, in Anführungszeichen, sondern da geht das eben alles noch so, der Pfeil trifft nur den Hintern und mag dem einen oder anderen lächerlich erscheinen. Und wenn sie ihn dann erschießt, dann kriegt sie die Waffe auch gar nicht unter Kontrolle, sondern feuert so halb wild da nochmal rum und tötet ihn dadurch. Also es ist schon, dass das eben, ja, doch lächerlich schon, aber das ist eben auf jeden Fall nicht so, dass sie nicht direkt töten sofort, sondern dass das eben alles gar nicht so einfach ist, wie das vielleicht in Filmen sonst ist. Das könnte ich da auf jeden Fall nachvollziehen, dass man da eben sozusagen eine, in Anführungszeichen, Entwicklung dann sieht, je nachdem, wie weit eben ihre Guerilla-Überfälle, ihr Partisanentum dann aber geht. Aber es ist auf jeden Fall schon merkwürdig, ja. Es ist aber auf jeden Fall recht, also es ist gut wegzugucken so, weißt du? Und ich glaube, an der Stelle ist schon auch so die Absicht dahinter, also eben vielleicht auch ein sehr junges Publikum nicht zu sehr zu überfordern mit schwer verdaulichen Gewaltszenen. Ja. Ich meine, ich finde, da sind trotzdem jede Menge Szenen drin und ich finde auch die Szene schon schwer verdaulich, weil man merkt das ja, ne? Also die werden schön dümmlich dargestellt. Es gibt eine sehr ausweglose Situation, die wollten sich eigentlich verstecken, also sie greifen auch nicht an, ne? Also die jungen Leute, sondern sie werden dann, ne, also gejagt und müssen sich dann zur Wehr setzen. Also es wird auch so hinkonstruiert, wie es geht ja jetzt auch nicht anders. Ja, ne? Ja. Und sie sehen nicht aus wie wilde Schlechter, sondern wie unbeholfene Kinder, die sich jetzt mit Waffen zur Wehr setzen, die sie noch gar nicht beherrschen. Naja, und endet mit der Exekution dann aber auch von dem Typen im ah nee, Quatsch. Doch, er guckt dann wieder weg und dann hört man aus der Entfernung nochmal die Stimme. Naja, er macht es ihm leicht wahrscheinlich. Ne? Patrick Swayze muss dann eigentlich immer schon der soll dann immer so der Konsequente sein so und ist auch viel so Vorbildfunktion, gerade für den jüngeren Bruder. Ich womit ich wirklich auch nicht gerechnet habe, ist, dass der Film für mich erstaunlich, also was das angeht, auch eher schwach inszeniert ist. Also das heißt, ich finde ihn ganz schön doll schwach inszeniert sogar. Und ich hatte so ein bisschen befürchtet, einen gar nicht so schlechten Actionfilm, der sehr packend ist und der mir die ganze Zeit die Botschaft unterschiebt, ist das nicht geil, wie wir uns jetzt hier einfach mal zur Wehr setzen. Und klar, du bist nur irgend so ein Teenager, aber kriegst du erstmal die Waffe in die Hand und der Krieg ist gerecht, ne? Dann
dann fühlt sich auch gut an. So, das versucht der Film auch manchmal, aber ich finde, der ist erstaunlich wenig überzeugend dabei. Ne? Also weder im Patriotismus noch in den Action-Szenen so. Das hat ihn für mich dann relativ schnell fand ich den eher, also an der Stelle harmlos so. Und dann habe ich aber gedacht, gerade wegen solcher Szenen, über die wir gerade reden, dass das so ein bisschen lächerlich ist mit diesem Pfeil im Arsch, da fällt mir wieder eines der Film, der hat ein PG-13, ein PG-13 in Amerika. Also war bewusst mit einer Jugendfreigabe versehen. Und die jungen Leute dort laden ja auch ein, als Identifikationsfiguren für ein sehr junges Publikum. Und eigentlich kriegt das dann schon für mich auch wieder einen ganz schön unangenehmen Beigeschmack, weil das ist ein Film, in dem sozusagen die Väter, die Elterngeneration ist gefangen, wird ermordet, kann nicht, ist verletzt. Ne? Also wir sehen ja eigentlich kaum einen Älteren, also keiner, der Vater oder Mutter sein könnte, ist irgendwie machtvoll in der Lage. Ne? Wenn Sie mal eine Frau, die auch eine Mutter von wem sein könnte, in so einem besetzten Laden treffen, sind die nicht in der Lage, denen richtig zu helfen, so, ne? Also, die Kinder müssen selber ran. Und das ist natürlich schon ein bisschen eklige Botschaft, so, ne? Also, Kinder an die Waffen und so, so. Ja, na, vor allem, wenn dann Harry Dean Stanton noch sagt, ne? Rächt mich, avenge me! Also das ist, nee, Er sagt, er sagt, also ich habe euch, als ihr klein wart, da habt ihr mich bestimmt ein paar Mal gehasst für die Sachen, die ich getan habe, aber jetzt müsst ihr, es war richtig. Ja, aber wie habt ihr denn das genau verstanden? Der hat seine Kinder geschlagen. Also das habe ich auch so verstanden. Dann habe ich so gedacht, nachher, weil immer zu gesagt wurde, ja, wir waren jagen zusammen, wir haben Fischen permanent. Ob das vielleicht auch darauf eine Anspielung war, dass die permanent die Freundschaft ist halt für die sozusagen gestartet, ja, wo sie gar nicht wollten. Na, das wird nicht so unbedingt der Hassteil gewesen sein, glaube ich, wenn du einfach nur fischen gehst. Genau, wenn man sagt, ihr habt mich gehasst, ich weiß es. Na gut, aber wenn sie vom Papa haben, ihr müsst das Blut trinken und so Sachen, damit du nicht tapf bist. Dann, ich meine, das ist ja auch wieder so ein bisschen dieses, okay, jetzt hat er gerade gesagt, komm, geht weg, bevor sie euch entdecken. Dann gehen sie weg und dann fängt er an, laut rumzuschreien, wo ich dachte, ja, das ist ja, jetzt aber auch wenig clever, Junge, oder? Nachdem du gerade gesagt hast, sie sollen nicht entdeckt werden und. Aber ich finde es jetzt so schön, dass du das sagst, weil das ist ein Punkt, den ich auch gerne angesprochen haben wollte, ist nämlich die Tatsache, dass ich finde, der Film ist sowas von voll mit Logikfehlern oder Sachen, wo ich denke, habe ich jetzt was verpasst? Habe ich nicht auch gepasst? Wo kommen wir jetzt hin? Wieso sind wir jetzt da? Ja, warum hat die das gemacht? Wer ist denn das? Und solche immer so diese Art. Und also ich mir ging das schon, glaube ich, in der dritten Szene los, dass ich das dachte, dass ja sozusagen alle, ich möchte mal ganz am Anfang einsetzen, wie dann sozusagen alle mit ihren Fallschirmen da landen und dann hier direkt vor der Schule, also wirklich nur Fallschirme, aus dem Nichts kommen sie und dann geht dann der Lehrer noch raus, was ist denn hier los und dann schießen sie los. Ich dachte so, ja, was ist denn jetzt das Ziel? Jetzt nur Kinder zu erschießen oder nicht? Also mein Gedanke war auch so, na gut, wie ist denn das? Ich bin jetzt Gott sei Dank in Friedenszeiten aufgewachsen im eigenen Land, aber wie ist denn das, wenn jetzt die in ein Land einmarschieren? Wie läuft das tatsächlich ab? Und geht man als erstes an Schulen? Und also ist es nicht besser, wenn man da erstmal die großen Organe wie Polizei oder Feuerwehr oder Ähnliches ausschaltet? Da, wo sie gelandet sind, erstmal zu zeigen, hier. Ihr nehmt das einmal kaputt. Aber es war schon merkwürdig, auch so dieses, ne, die Einsteigen. Ich glaube, dass man sich auf Schüler konzentriert, also immer dieser Fokus auf Kinder selbst, fand ich halt schon sehr, sehr komisch. Also, ne, da würde ich erstmal zu den Organen hingehen, wo es dann richtig knallt, sag jetzt mal. Und ich finde, der nächste Schritt war für mich dann auch die Tatsache, als die dann sozusagen die Glücklichen waren, die einzigen, die aus der Stadt rausgefahren sind. Wie sie denn den Vater treffen in der Tankearbeit, wo in der Tanke alles verklöppelt wird, was nicht jugendfrei ist, wie mit hier mit den ganzen, was weiß ich, Zigaretten, den vollen Waffen, das ganze Waffenarsenal, was sie da alles mitnehmen und das ist ja Wahnsinn. Und den Vater lassen sie zurück, anstatt die mitzunehmen, obwohl da gerade hier wieder die ganze Stadt hochgejagt wird und solche Sachen, wo ich dann dachte, warum? Kommt wieder nach, ja. Das ist mal eine neue Art. Alle anderen heute modernen Filme werden alle geflüchtet und nicht nur alle neun und der zehnte bleibt zurück. Also das fand ich so, Also ich habe mich auch gefragt am Anfang, ne, wenn sie eben die auf die Schule schießen und dann auch Raketen reinjagen, warum? Und dann steigen halt zwei ins Auto ein, wollen losfahren und dann zerballert er ihnen einfach den Motor, wo ich so denke, na was denn, wollt ihr sie umbringen oder sollen die einfach nur zusammengescheucht werden? Andererseits, ich fand es einen sehr interessanten Kniff, einfach so dieses, zack, es geht einfach los, wir machen hier keine große Exposition. Also klar, wir haben diese Texteinblendung ganz am Anfang, aber an sich wird nicht viel erklärt. Es passiert einfach. Ne? Es gibt jetzt nicht noch den, setzt euch mal hin, ich erkläre euch mal, was hier eigentlich passiert ist. Es kommt deutlich später mal was dazu. Aber so, das fand ich eigentlich einen sehr direkten Einstieg. Das hat auch ja, gefallen. Und dann, ja, auch, ne, warum bleibt denn jetzt der Vater da? Fahrt mal weg. Also ich hatte auch ganz oft irgendwie im Film so ein bisschen Probleme mit der Geografie, mit der Verortung.
wo sind die jetzt? Und jetzt scheinen die irgendwie wieder ganz weit weg zu sein, jetzt wieder ganz dicht dran. Und also da waren für mich auch so Sprünge drin, wo ich dann dachte, okay, ich kann jetzt nicht gerade ganz folgen, warum jetzt auf einmal jemand da ist, aber jetzt seid ihr wieder unerkannt. Und das war so ein bisschen merkwürdig, ja. Ja, zum Thema Folgen, also womit ich persönlich extrem Probleme hatte, war tatsächlich, dass ich jetzt meinen Faden verloren habe. Da gehe ich nochmal ganz kurz darauf zurück, mit dem von wegen, ob die nur intelligent oder als dumm dargestellt werden. Der Colonel Bella hier, der Kubaner, hat der eigentlich mal geschossen? Haben wir das mal gesehen, dass er selbst schießt? Er ist derjenige, der, glaube ich, immer diesen, den noblen Gegner noch darstellen soll im Vergleich zu den bösen Russen. Also, dass auch da irgendwie noch so eine leichte Unterscheidung gemacht wird. Also er wird ja erst, glaube ich, als dieser Furchtlose eingeführt, ne? Da ist abends in dem Städtchen, er duckt sich nicht, alle anderen, oh Gott, da kommt Luftwaffe, schnell runter, ducken, und er steht einfach nur da, holt mir das, macht dieses. Ich bin unbewusst. Ja, ich weiß gar nicht, aber er gibt schon den Schießbefehl, ne? Wenn dort die Väter umgehen. Das steht ja doch neben dem Bürgermeister, ne? Ich überlege gerade, der da. Welcher von den Russen das macht oder so. Ja, aber er selbst wird nicht gezeigt, wie er schießt oder dass er mal schießt. Also er wird eben so als derjenige beschrieben mit der großen Militärhistorie schon. Er war schon auf allen Schauplätzen der Welt im Einsatz ungefähr. Aber ich glaube, er selbst schießt. Und dann eben natürlich ganz zum Schluss. Ach, die sind beide verwundet und sind doch nur Brüder. Geht. Ja, gut, da kam ja von, wurde davon reingesetzt, dass er sowieso kündigen möchte, ne? Er wird ja immer weicher, er wird ja vom taffen, harten Knochen, wird er wirklich zum ganz Weichen am Ende, der noch sagt, ich möchte für meine Liebe sozusagen zurück zu meiner Frau zurück, ich kündige. Ja, es gibt sonst nichts mehr für ihn da, ne? Es gibt für ihn nichts mehr und deswegen ist es natürlich auch logisch, dass er die gehen ist, weil für ihn ist der Krieg ja schon beendet im Kopf, ne? Also für ihn ist die Sache ja durch. Ich meine, eigentlich ist mir ja wirklich völlig unklar, wie der Typ, der das Drehbuch zu Apocalypse Now schreibt, also einen wirklich genialen und gnadenlosen Antikriegsfilm, wie der quasi offenbar so ein Waffen- und Kriegsfan sein kann, was er definitiv auch ist. Das lässt John Julius auch gerne mal in Interviews auch durchblitzen. Und ist auf jeden Fall auch ein Freund davon, also habt die Waffe in der Hand, das ist auch ein gutes Recht, dass man das jederzeit machen kann, sich zu verteidigen. Und es könnte ja wirklich mal sein. Also der versteht, glaube ich, diesen Film auch, so sagt er das gerne auch in Interviews, durchaus auch als, ja, das ist auch ein bisschen eine Warnung, ne? Denn es könnte uns ja drohen, so. Und war sicherlich in Mitte 80er ja auch vielleicht sogar noch ein viel greifbareres Szenario, also zumindest eins, vor dem auch die Amerikaner Angst hatten, so. Das könnte ja sein, so, ne? Wie könnte der Kalte Krieg mal heiß werden? Vielleicht so. Wobei ich diese Logik-Irritation habe ich auch ohne Ende, ne? Dass ich mich frage, was genau ist da jetzt eigentlich die Strategie? Und zwischendurch blitzt das ja auch mal so auf, wenn später dieser abgeschossene Pilot so ein bisschen noch erzählt, wie das so abgelaufen ist. Und auch da habe ich das Gefühl, dass so eine gewisse, irgendwie macht sich Lustlosigkeit breit, das jetzt, also als wirklich als Dystopie mal zu erzählen, weil das Bild von der Kleinstadt, in dem sozusagen nur so auch vom Himmel diese Militär, also die ganzen Soldaten mit dem Fallschirm runterkommen, das hat ja wirklich so eine symbolische Bedrohung, aber alles, was das dann für Konsequenzen für die Geschichte hat, das wird irgendwie ausgeblendet, ne? So, und jetzt bei diesem Colonel finde ich es dann sogar richtig schräg, aber macht dann wieder Sinn. Also ja, macht sich John Mills schon Gedanken über die absurden und unmenschlichen Dinge, die im Krieg passieren. Und natürlich will auch der General bestimmte Dinge gar nicht. Und was führt denn aber zu so einer Das ist doch bekloppt. Also die ganze Zeit gibt es kein Voice-Over im ganzen Film nicht, ja? Und es gibt auch erstaunlich wenig Musik, muss ich auch mal sagen. Habe ich auch gedacht, dass die ganze Zeit Basil Poledouris richtig Knall, so richtig Action-Mucke macht, so. An bestimmten Punkten, aber es gibt keine. Fast nie wird sozusagen also genau, es gibt einmal eine große Sequenz, in der die Wolverines mal so richtig so ganz erfolgreich sind, aber das ist eigentlich auch der einzige Moment, der das so richtig nutzt, dass man aufgepeitscht wird. Also ich dachte, ich hätte öfter mal so Rambo-Momente, weißt du? und dann gibt es aber da plötzlich so ganz weiche, orchestrale Musik, sogar das Bild wirkt so ein bisschen wie so durch einen Weißzeichner, alles so Es wäre gleich Weihnachten, jetzt müsstest du noch draußen Schnee fallen, ja, und der Weihnachtsmann kommt. Ja, ist eigentlich irgendwo hinten in der Ecke und blättert so die Seiten um. Und dazu hörst du dann so schwulzig den Off-Kommentar, den Brief an die Frau, und ich glaube, ich werde jetzt kündigen. Das Wetter hier ist auch immer scheiße, ich will wieder ins Warme. Also, verstehst du, das ist so ein bisschen so wie, er hatte von Anfang an, also weil er mir nur das Drehbuch selber geschrieben hat, hat schon die Idee gehabt, dass der am Ende die Brüder nicht erschießen kann. Das muss ich motivieren. Und dann zieht er wieder an seiner dicken Zigarre, die John Williams so gerne raus.
er hat so einen Moment, ach, das mache ich schon die ganze Zeit im Film, dass er so ein bisschen zweifelt und so. Also ich glaube das halt keine Sekunde. Also das will ich damit eigentlich gerade zum Ausdruck bringen. Da wird wahnsinnig viel behauptet und irgendwie verstehe ich das gar nicht, warum. Ja, Mini-Punkt wäre vielleicht noch, dass der Kevin Reynolds da eben was, oder wer hat welchen Anteil, ne? Das vielleicht noch ein. Gut, dass du es nur sagst, er hat ja nicht alleine geschrieben. Drehbuchschreiber, oder von Kevin Reynolds ist auch die Story, ja, offiziell. Was hat er noch gemacht, als man eine Erziehung hat? Ja, also Kevin Reynolds kenne ich als Regisseur von einigen Kevin Costner-Filmen, zum Beispiel Robin Hood oder Waterworld. Da gibt es sicherlich auch noch zwei, drei Sachen mehr, aber das ist so das, wo ich präsent habe. Kevin Reynolds als Hollywood-Geschichtenerzähler. Ich weiß gerade auch nicht, was der noch an Drehbüchern gemacht hat. Das ist Kevin Reynolds. Ja. Also wie gesagt, ich bin der Meinung, da ist eigentlich ein noch größerer Film war dahinter. Und ich meine, wir haben ja den Trailer noch kurz geguckt und da sind auch Szenen drin, die nicht im Film sind, was jetzt nicht unüblich ist, aber was ja auch schon darauf hindeutet, dass da vielleicht noch andere Stimmung eingefangen werden sollen oder so. Aber ich... Die dramatischen Szenen, die jetzt da sind, weißt du, wenn so am Lagerfeuer mal die Emotionen durchgehen, ich finde es auch wirklich, also wir wissen alle, wir haben glaube ich alle Charlie Sheen und Patrick Swayze und so Leute alle schon einfach mal auch einen sehr guten Film gesehen, in dem die sehr überzeugend spielen können. So, ich finde nicht, dass das hier, also ich sehe hier nicht mal ansatzweise Glanzleistung. Ich sehe teilweise unfreiwillig komische Momente, in denen ich gerade Patrick Swayze fast nichts abnehme, wenn der da so betröppelt irgendwie guckt oder mal so wütend so quasi so übertragen jetzt auf den Tisch haut. Das ist alles sehr aufgesetzt. Das ist auch von der Inszenierung. Sind so in irgendwelchen halbtotalen es wirkt so ein bisschen runtergekurbelt. Also ich versuche das noch so ein bisschen auf den Punkt zu bringen, weil daher komme ich mit dieser Idee von so lustlos, was das Drama der Charaktere angeht. Auf jeden Fall gab es jede Menge Lust an Explosionen und auch mal so an markigen Sprüchen, ne? Also das gibt's ja auch. Gibt ja viele sehr eingängige Sprüche so mal. Denn wir leben hier. Was unterscheidet uns? Ja, was ich auch habe, ist so, wir hatten ja Dillinger schon mal besprochen und wie gesagt, Conan hat jetzt schon ein paar Mal erwähnt, gefühlt habe ich so den Eindruck, John Milius mag auch sehr so diesen mittleren Westen oder so diese Landschaften. Also gerade diese eine Szene, wenn der eine zu Jet geht, hey Jet, warum flüsterst du denn? Ja, es wirkt so ruhig und alles. Also ich habe das Gefühl, die Landschaft da, das zeigt er auch gerne oder dass irgendwie so vielleicht auch ein Teil der Geschichte werden sollte. Klar, dann sehen wir diese Panorama-Aufnahmen, wo dann der Bomber gerade sein flächendeckendes Ding ablegt und sowas. Aber dass das irgendwie auch was ist, was ihn fasziniert irgendwie. Wenn so diese, es gibt auch zwei, drei Aufnahmen, das ist wirklich fast so auf dem Boden, ne? Die Sonne scheint gerade langsam aufzugehen und die Jungs, gerade die Szene mit dem Verräter und dem sowjetischen Typen, den sie gefangen haben, das fand ich ein sehr, sehr starkes Bild. Also wie sie dann dastehen, wie er hingeht, zurückgeht und erschossen wird und dieses noch passiert, das war sehr interessant. Ja, jedes Mal hat man so eine beeindruckende Bergkulisse. Den größten Teil des Films spielt eben auch über die Winterzeit. Dann ist das alles in so eine eisige, weiße Kühle eingetaucht. Aber ich krieg's halt auch nicht, also es gibt so richtig Momente, es sind so richtig so Einschübe, es sind so richtig so die Second Unit ist durch die Gegend gefahren, hat lauter tolle Einstellungen gedreht und die landen dann auch alle da, die sind auch alle wirklich beeindruckend schön, aber so richtig, ich meine, es wird ja dann wirklich thematisiert, dass wenn die Russen dort da stehen und die Aussicht genießen und auch noch ein bisschen über die Geschichte dieses Landes nachdenken, dass so ein bisschen auch als der Urort der sozusagen die Amerikaner erobern sich diese Welten und Weiten für sich und töten dabei jede Menge Indianer. Es ist so, ich weiß auch nicht, da ist so ein Hauch Romantik irgendwie drin, ne? Also es wird ja manchmal auch, es gibt ja schon auch Momente, in denen gerade wenn die Gruppe immer weiter dezimiert wird, die sind ja auch von so einer gewissen, wie ich finde, so einer, ich nenne das jetzt mal so abfällig, so Pfadfinder-Romantik, so, ne? Also wir sind hier so in der Wildnis und jetzt da muss man auch mal was geben und wenn die jetzt schon im Sterben liegt, so, dann nimmt die noch die Granate so, damit sie nachher noch einen Russen mit in den Tod reißen kann und so. Und alles ist so, ich weiß auch nicht. Es klickt auch nicht alles zueinander. Also ich finde zum Beispiel die Szene, wenn sie an der Tankstelle hier diesen Panzer da auseinandernehmen, durch den Hinterhalt sozusagen, wo sie ihr die Sachen wegnehmen und dann kommen die aus dem Boden. Ja, das wirkte auch für mich total komisch. Es war einerseits, hatte ich so gedacht, naja, normalerweise zeigt man doch jetzt, wie sie diese Löcher ausheben und wie sie das vorbereiten, ne, und bis das dann passiert. Und andererseits sagt dann, na okay, dadurch funktioniert es natürlich auch für uns, weil wir zwar denken, na, jetzt kommt schon irgendwas, aber dass sie dann, wenn sie dann aus dem Boden kommen, war auch für mich überraschend.
Also habe ich nicht so mitgerechnet, dass es so passiert. Weil ich auch dachte, das so ist. Wie hat er sich auf den Boden kommen? Diese Löcher gemacht? Na, ich meine, wenn das das russische oder kubanische Territorium ist, wie haben die überhaupt die Zeit gehabt, das zu buddeln? Also, ja, ja, also okay, da würde ich halt sagen, du bist ja auch nicht, die sind ja auch nicht jede Minute, sind die da an dieser Stelle. Na gut, ich will jetzt auch nicht, ich will jetzt hier auch nicht den Film jetzt in Logik sozusagen umwandeln. Das steht mir jetzt auch nicht zu, aber wie Chris ja vorhin gesagt hat, er hat seine Probleme sozusagen damit, mit diesem, dass er als, ja, ich sag jetzt mal, gelangweilt rüberkommt. Ich habe meine Probleme damit, dass es unfreiwillig komisch immer wieder wirkt. Und die Pfeil-Po-Szene ist für mich hier nur ein Beispiel. Ich finde, da finden sich ganz viele. Also zum Beispiel jetzt mit diesem aus dem Boden auftauchen, also war natürlich cool in dem Moment, aber in der Situation, wenn man bedenkt, wie der Film vorher verlaufen ist, wirkte es unglaublich bescheuert. Also das für mich persönlich, also ich fand es lächerlich. Oder die Tatsache, dass halt die Kinder mit den Wolverines, das war ja wirklich so wie, ich sag jetzt mal, Goonie-Romantik, wie bei den Goonies, dass die Jugendtruppe aufzieht und dann die Bösen mal so kämpft, das ist so richtig schön und lustig dargestellt und macht ja auch Spaß, komm, macht mit alle und richtig fröhlich, mal einen schönen Nachmittag und alles. Aber letztendlich, wieso sind die eigentlich so erfolgreich und wieso können eigentlich die Soldaten, nachdem sie gemerkt haben, dass da ein Widerstandstrupp ist und der aus Jugendlichen besteht, wieso klappt das noch ein zweites Mal, warum drittes Mal, viertes Mal, fünftes Mal, was sind das für Soldaten, die sich mit fünf Kindern nicht anlegen können, wo sie vorgewarnt sind, dass die halt immer kommen. Also das sind so Sachen, wo ich dann so meine Probleme hatte und für mich etwas, wo ich total nicht drauf klarkomme. Das ist auch das, was ich vorhin vergessen hatte, war die Tatsache. Wieso können die sich dann so frei bewegen? Also alle Leute werden da in diese Lager untergebracht, alle Rebellen, alle anderen werden da von 10 Leuten, also auf 5 Russen kommt ein Amerikaner, der bewacht wird. Und die verstecken sich einen Monat lang in den Wäldern und gehen dann erstmal ganz entspannt zu dritt dann erstmal durch die Stadt und besuchen erstmal alle Bekannten, gehen dann zum Internierungslager rein, also von draußen besuchen erstmal ganz freundlich, also bewegen sich da komplett frei, gehen dann irgendwie immer zu diesem einem Onkel dahin, wo ich mir denke, wo ist denn dein Haus, wie passt der nicht richtig rein? Wieso ist denn der nicht im Lager drin? Ne? Wieso gehen wir auf ein Kaffeekränzchen vorbei? Also, dann auf einmal doch wieder in die Wälder und dann gehen wir doch nochmal da vorbei. Wer ist denn das? Und wer ist dieser Mann? Und wieso ist der nicht im Lager? Und warum grüßen die Russen die, wenn die da lang gehen? Also, wieso ist das? Und dann gleichzeitig wird aber auch, also ich bin gleich fertig, im gleichen Atemzug wird dann aber nochmal betont, wenn sie dann einen Bekannten treffen, ja, die wissen, dass genau ihr fehlt, die kennen euch und die suchen euch. Wo ich mir denke, ja, aber wenn die Russen die in der Stadt grüßen und an die vorbeigehen, dann kriegen sie nie. Also, das ist auch dieses, wo ich so, hä, naja gut, hier wird aber eine widersprüchliche Botschaft gesendet und woher wissen die denn, dass die fehlen? Also ganz, ganz genau, dass genau die fehlen. Sind sie dieses ganze Einwohnbürgerregister durchgegangen oder was? Und wer weiß, wo die abgeblieben sind? Das ist ja nicht nur in dieser Stadt, also sozusagen eine Belagerung, es ist ja in ganz Amerika, wie ich das verstanden habe. Na, nicht in ganz Amerika, weil sie ja irgendwie diese Schneise da sich geschlagen haben und sonst wie. Also ich gebe dir auf jeden Fall recht, dass das wirkt für mich auch so völlig, hä, wie denn jetzt? Die suchen sie, er steht 3 Meter weg und die erkennen die nicht oder was? Also nach wem suchen die denn? Einfach, wir suchen nach Menschen, fragen wir mal jeden Menschen oder, also, da habe ich auch gedacht. Das andere ist zum Thema Liste durchgehen, also das hatten wir, als die Belagerung in die Nacht geht, dann sagt hier eben der Kubaner Bella, er hol mir die Liste und so, da sind die ganzen Waffenbesitzer und sowas aufgeschrieben. Also das ist auf jeden Fall schon irgendwie gemacht worden mit Sicherheit. Bis zum gewissen Grad kann das ja auch offen bleiben. Was soll mir der Film das zeigen? Das ist ja eh langweilig, wenn die da sagen, guck mal, wir gehen hier mal die Liste durch. Aber sonst würde ich eben sagen, na, die haben doch mindestens irgendwo Fotos aus dem Highschool-Jahrbuch. Spätestens wenn dann eben der Oberjäger kommt hier von den Russen und sagt, wir jagen die und wir erschießen nicht unser Schweinchen, weil das die Hühner gesehen hat. was er da für sein Bild nimmt. Und also da hängen ja die Bilder auch direkt an der Wand. Da habe ich auch gedacht, na, die suchen die quasi steckbriefmäßig oder was. Und wenn die da sich durch die Stadt frei bewegen können, frage ich mich natürlich auch, ja, hat auch keiner Bock, die zu finden. Oder sie nehmen sie halt nicht als so eine große Bedrohung wahr. Das ist ein Punkt, der offen bleibt, wo ich mir aber auch denke, das wirkt schon, ja, entweder eben tatsächlich schlecht geschrieben oder eine Szene, die eigentlich dabei war, ist jetzt nicht da. Deswegen ist das für uns alles sehr Fragezeichen über dem Kopf mäßig. Also das weiß ich auch nicht. Aber sonst würde ich sagen, na guck mal, wie viel Gebiet kannst du denn ständig kontrollieren? Also wie gesagt, die werden nicht ständig an der Tankstelle mit ihrem Panzer stehen, sondern die werden auch mal umherfahren oder sonst wie was machen. Und allein durch die Wälder latschen, werden die sich auch sagen, na gut, wenn das wirklich da 5 Leute noch irgendwo draußen sind, außerhalb der Stadt, die werden wir schon irgendwann kriegen. Da werden wir jetzt nicht 100 Leute in den Wald schicken. Dann haben wir nämlich anderswo Probleme. So würde ich das zum Beispiel sehen. Ich habe zum Beispiel auch Probleme damit gehabt. Es ist ja schön, dass die sozusagen so richtigen professionellen Guerillakämpfer innerhalb von 4 Monaten geworden, also eigentlich in der
ging ja schon ab dem ersten Mord los, ne? In dieser unglaublich krassen Zeit. Aber ich finde, das, was ich auch mich gestört hat, war, dass die halt immer auch auf dem neuesten Stand der Technik waren. Also auch mit den Anzügen. Im Winter tragen wir immer Schneeanzüge, ne? Und bei den anderen tragen jetzt mal Russanzüge. Ich meine, dass die mal sozusagen von einem getöteten Russen im Kampf die Sachen abnehmen, das ist mir schon klar. Aber bei denen sind ja, die tragen ja makellose weiße Schneeanzüge, wo noch keiner erschossen wurde, drin oder draußen. Ja. Also das ist ein Ding, wo ich denke... Ich weiß ja nicht, ob sie irgendwelche Sachen eben so überfallen haben von diesen Transportern, dass das dabei war. Also ich verstehe, was du meinst. Ich habe da auch manchmal so ein bisschen gegrübelt, gerade bei den Schneeanzügen. Aber ich meine, die waren ja niedlich, ne? Aber ich hatte wirklich Probleme mit, weil es wurde ja permanent ein Angriff gezeigt und letztendlich war es ja so, die haben ja auch trotzdem nicht die Zeit gehabt, da irgendwie mal in ein Lager reinzugehen und mal was mitgehen zu lassen. Das ging ja immer rein, buff, 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 kaputt, Leute weg und dann sind wir schon raus. Naja, sie haben ja manchmal diese Konvois überfallen und da kann ich mir vorstellen, dass da irgendwo noch irgendwelche Kisten mit rumstehen. Aber du hast recht, es wird nicht gezeigt oder es wird nicht klar und deutlich. Naja, weißt du, wo man denn denkt, das ist ja gar nicht so schwer, Gorilla zu sein. Also Christian schon gesagt hat, mit der Botschaft, das ist halt für die Kinder, die 13-jährigen Großmäuler hier aus den Waffenfamilien im Mittleren Westen, die denken sich dann auch so, weißt du, wenn jetzt der Krieg kommt, wir schießen den Arsch weg, dann haben wir diese Trump-Sache, Ideologie. Also das ist aber vielleicht ist genau das. Ne? Das ist eigentlich so ein Coming-of-Age-Film, wie eben, was du gesagt hast, Goonies oder alle anderen, Kevin allein zu Hause oder sonst wie, die eben spaßig sind und haha, und wir besiegen auch die Bösen, bei Kevin die Einbrecher, bei Goonies halt die anderen, die den Schatz klauen wollen. Aber hier ist es eben, es geht um Leben und Tod und unser Land steht auf dem Spiel und ne, die Familien werden auseinandergerissen. Also es ist eine ganz andere Dimension und das dann eben so auf so einer Ebene zu verpacken, ja, klappt für mich auf jeden Fall nicht. Also ich habe nachher gedacht, ich habe mich darauf festgelegt, dass es eine Persiflage ist von Herr der Fliegen. Ich habe da wirklich Herr der Fliegen erkannt, dass sozusagen die Kinder oder jetzt die Jugendlichen in diesem Fall sozusagen ihre Revier verteidigen müssen und dann sozusagen die gegen die andere Gruppe, in diesem Fall sind es dann die dummen Russen oder Kubaner, das sind dann die Gegenpart, dass dann sozusagen diese zwei Gruppen aufeinander losgehen und dass der eine Aggressor sozusagen sich immer weiter durchsetzt. Und habe immer darauf gewartet, ja, wer ist denn der Teufel? Also wo ist denn, wo kommt denn die Selbsterkenntnis? Ne? Und die ist bis zum Ende nicht gekommen. Und wo wir gerade am Ende sind, ich fand die beiden Brüder, die dann sozusagen als Ikonen nochmal hervorgingen, es war ja auch schön gemacht, das einfach mal diesen Strang fallen zu lassen am Ende, ne? Nachdem wir die ganze Zeit dieses Fall sozusagen, jetzt haben wir Matty tot, sag ich jetzt mal ganz fies, aber was ist denn mit Jed? Ja, also der war mindestens angeschossen, aber ich finde, das ist Jed war angeschossen, ich habe gesehen, dass Matty angeschossen war. Ja, aber als er im 1-1 steht mit dem anderen, dann hört man ihn so husten hinterher und man sieht auch, dass er einmal getroffen wird. der Hauptpunkt ist aber, ich finde, dass das trotz allem, auch wenn ich auch so dachte, naja, das ist ein komisches Ende, aber der Punkt ist, dieser Kreis ist zu Ende erzählt, denn es ist die Szene, wo der Vater zu ihm gesagt hat, wenn ihr jetzt wieder in den Park kommt und euch auf die Schaukel setzt, dann kann ich euch nicht wieder anschwingen, ihr seid jetzt auf euch allein gestellt und genau dort endet ihre Reise, sie sind auf der Parkbank, hinter ihnen ist die Schaukel und er sagt, Daddy kommt gleich, Daddy kommt gleich und natürlich wissen wir, Daddy kann nicht mehr kommen, weil schon längst erschossen worden ist und es ist auch einfach nur dieses, Junge, wir werden jetzt beide hier sterben, aber wir wissen, die anderen sind halt entkommen. Wir haben unseren Beitrag geleistet, wir können als stolze Männer sterben oder was weiß ich, was die sich da vielleicht dann einreden noch oder so. Aber in der filmischen Welt ist das einigermaßen rund auserzählt, diese Reise der beiden dann trotzdem, finde ich. Mit all ihren Stolpersteinchen und Löchern im Fußboden. Ja, da hast du dich schon ganz gut abgefunden, damit das so manches da wirklich ganz. Ich kann ja gar kein nettes Wort dafür finden. Ich finde, dass der ganz schön stümperhaft ist. Ich verstehe das nicht so richtig. Ich begreife, dass wir haben ja von Joe Milius hier in dem Podcast schon mal den Dillinger drin gehabt, der mir gar nicht schlecht gefallen hat, der aber auf jeden Fall auch so eine episodische Struktur hatte. Ne? Das hat halt gut gepasst, weil wir da so dieser Gangsterbiografie einfach so hinterhergestiegen sind. Und es war ja auch so eine Mischung aus Legende und Reportage. Irgendwie passte das ganz gut zusammen. Jetzt, wo wir ja wirklich in so einer dystopischen Welt sind, erwarte ich natürlich schon mehr an Figurenentwicklungen und dass das da alles nur so hingerotzt ist, dass wir, also das also bis auf das allererste Bild, wo wir diese Kleinstadt im Vordergrund und hinten kommen so diese ganzen Soldaten mit dem Fallschirm runter, das war für mich das einzig überzeugende Bild im ganzen Film. Alles andere war immer nur so tun als ob so. Ne? Natürlich gab es ja noch dicke Panzer und Explosionen und so, aber nichts hat mich davon auch nur annähernd so
gepackt. Ich finde das auch, also für einen Actionfilm und für das, was ich zum Beispiel mich zu erinnern glaube, in Dillinger und in Conan, habe ich durchaus überzeugende Action-Szenen gesehen. Also das John Milius auch, also jetzt einfach mal so auf der Unterhaltungsseite, dass ich nie groß Lust und Ideen hatte, Spannung aufzubauen. Also die meisten Szenen sind wirklich eher so wie bei Kevin Allein zu Hause. Also wir sehen irgendwie die Bösen kommen. Und jetzt kommt es quasi auf den Knalleffekt auf, wo springen sie jetzt hervor und wo haben sie schon irgendwelche Sachen aufgebaut und dann drücken sie nur auf die Knöpfe. Aber ehrlich gesagt ist das nicht wie bei Kevin Allein zu Hause, weil da hat der Film viel Zeit und Freude und Unterhaltung darauf verwendet, wie das alles gebaut und gemacht und konstruiert wird. So, ne? Also ich habe als Zuschauer noch nicht mal diese ja durchaus perverse Freude daran, wie sie die Morde vorbereiten und sie dann durchführen, weißt du, sondern stattdessen zack, da passiert's, ne, genau, man, es ist eher irritierend, dass sie dann immer so souverän, also wirklich da, wo die eine Granate hinwerfen, da knallt's immer an der richtigen Stelle, ja, es ist so ein bisschen eigentlich wie, also, da habe ich auch so ein Seriengefühl, so, es ist so ein bisschen A-Team, ist das so, ja, ne? Nur, dass die Leute diesmal wirklich sterben, so, ne, also beim A-Team ist es ja immer so faszinierend, wie ständig Gefahr hat und Explosion, so, genau, aber sie fallen immer nur so zur Seite und hier wird im Zweifel auch mal richtig blutig getroffen. Das ist, also ich weiß nicht, ich verstehe das nicht. Also ich habe jetzt nochmal in der Filmografie geguckt. John Milius hat gar nicht so wahnsinnig viele Filme gemacht. Insgesamt sind das knapp 13 Regiearbeiten. Da gibt es noch einen ziemlich schlechten Film, The Flight of the Intruder, Flug durch die Hölle, Danny Glover und Willem Dafoe. Von dir nochmal irgendwo hier rumliegen. Ja, ja, genau. Den habe ich gerne sozusagen aus meiner DVD-Sammlung entfernt. Weil ich hatte einfach den Irrtum, John Milius, der geile Drehbuchautor von Apocalypse Now. So, das muss ich irgendwie sehen, was der gemacht hat. Fand Conan überzeugend und ansonsten wirklich nichts mehr. Ich kenne nicht Farewell to the King, da kenne ich den deutschen Titel nicht, Nick Nolte Allein im Dschungel. Ich glaube sogar, dass das nochmal so eine ähnliche Geschichte wie bei Apocalypse Now ist, also dem zweiten Teil, sozusagen dieses im Dschungel sein durch irgendeine Kriegsgeschichte, sozusagen Machtansprüche ausleben an einem Ort, wo man das vielleicht für einen Moment kann und dann sozusagen an die Grenzen des Menschlichen kommt vielleicht. Deswegen finde ich es interessant, Kalli, dass du von Herr der Fliegen sprichst. Ich kenne das leider nicht. Ist es bei Herr der Fliegen so, das sind ja schon, das sind doch, was war das? Flugzeugabsturz? Und das? Flugzeugabsturz und Chorjung. Mhm. Und das heißt, wir kennen also die gegnerischen Seiten beide sozusagen. Ja, letztendlich ist das ist eine Lage. Eigentlich an sich ist es auf einer einsamen Insel im Pazifik, dass halt, ich sag mal, Chorjung mit ihrer Lehrerin abstürzen. Mhm. Der Pilot und Lehrer sind sofort tot. Das sind nur auch Jungen, sind zum Alter von 11 bis 14 alles gegeben. Und dann geht es halt los, wie sie sozusagen überleben, weil sie halt keine Technik mehr haben und da sind so sich allein gestellt. Und ist eins meiner Lieblingsbücher und lohnt sich auch, weil es wunderbar diese Charakterentwicklung mal dargestellt ist, wie sich dann halt sozusagen, ich sag jetzt mal, schwach gegen stark durchsetzt, wie sich dann die Lager verbinden, wie sozusagen Leute sich gegeneinander stellen und auch von den Kindern auch, wie wozu Kinder verrohen. Ja, der Sittenverfall, ne? Genau. Oder ne, dieser Sittenverfall, Demokratie genau, vom Anfang. Die genau, wie sozusagen eine Gruppe sich gegen die Schwachen wendet, denn halt, dass man halt die Moral verliert, um zu gucken, naja, um eigene Machtgefüge hochzuhalten und fantastisches Buch, fand auch eine wunderbare Verfilmung, also zwei wunderbare Verfilmungen, beide sind sehr sehenswert. Da geht es halt auch wirklich darum, dass nachher auch sich ein kleiner Widerstand bildet von zwei Leuten, die halt wirklich sagen, nee, wir können doch nicht uns gegenseitig töten, weil die nachher auch an den Punkt ankommen, wir haben ja nicht mehr so viele Schweine auf der Insel, wir müssen sozusagen die Ärmsten, selber essen und töten. Und da stehen halt dann zwei dem entgegen. Der eine ist ein Schwächlicher, weil er etwas dicker ist, ein bisschen dümmlicher und der andere ist halt sozusagen die Hauptfigur, die auch erzählt und sagt dann, naja, nee, wir können uns doch gegenseitig nicht umbringen, wir können doch nicht die Kraft gegen uns wenden, wir müssen doch gemeinsam versuchen, hier runterzukommen. Und dann geht dann halt diese große Schlacht, sag ich jetzt mal, los und diese große Jagd auf die. Und bis dann halt der Anführer der, ich sag jetzt mal, Bösen oder der extremen Gruppe dann halt auch für sich feststellt, dass er sich den Gott der Herr der Fliegen, das ist ein Schweinekopf, den er selber aufgespießt hat als Symbolik, dass er darin den Teufel sieht, dass er sich selbst dem Teufel verfallen ist. Also das ist eine wunderbares, kann ich nur empfehlen. Habe ich natürlich versucht, diese Grundhandlung zu vergleichen und jetzt nicht hier dieses Niveau. Und das ist ja eigentlich vom Grundprinzip hier die eine Truppe, diese Jugendlichen, diese unerfahrenen Kämpfer, diese einfach unschuldigen Kinder, egal ob Teenager, die sozusagen gezwungen sind, durch äußere Umstände wirklich zu kämpfen und zu morden und trotzdem sie selber zu bleiben.
Und einem, ich sag jetzt mal, einen groben Umfang. Das ist natürlich, deswegen war für mich der Film auch, als ich das gehört habe, dass es den gibt, habe ich auch sowas erwartet und habe gedacht, das ist was für mich, weil ich dann halt immer solche Sachen, ich lese ja nun auch sehr gerne klassische Literatur und Herr der Fliegen, habe ich, das war so meine Grundidee, was dahinter sein könnte und auch überhaupt diese Dystopien habe ich sowieso immer sehr, sehr gerne, weil es immer wieder spannend ist. Aber das, in der Hinsicht ist leider nichts gekommen. Und auch wie gesagt, die Charakterentwicklung, also ich glaube, den Robert fand ich in der Hinsicht nur ganz gut, weil ich, wie heißt er, C. Thomas Howell, den mag ich unglaublich gern und ich fand, das war auch ein unglaublicher Gegenpunkt zu seiner Rolle in Outsiders, wo er halt der vernünftige junge Mann ist und jetzt hier das. Aber ich hatte auch einen ganz irrationalen Gedanken gehabt und habe so gedacht, in seiner Rolle, Robert, fand ich in der Sicht am coolsten für mich, weil ich fand, mich an Walking Dead erinnert. Ja, ich weiß, ich habe gesagt, das ist irrational. Und bei Walking Dead ist einfach das nicht die Zombies, was ich immer so gerne mag, sondern das ist einfach diese Entwicklung von der ersten Stunde bis so in Weiten, diese Verrohung der Psyche da ist, wie man abstumpfen muss, um zu überleben, wo das führt. Und wie das halt immer weitergeht. Und dieser Gedankenpunkt, der sozusagen aus dem normalen Leben herausgegriffen wird, wie man sich selber denn verhält, wirklich diese Psychostudio. Das finde ich unglaublich spannend, das mag ich bei Walking Dead sehr und das hat man so diesem gefassten Schnelldurchlauf bei Robert jetzt gehabt in dem Film. Ja, und trotzdem verpasst du wirklich der Film die ganzen Möglichkeiten, da gruppendynamisch einfach wirklich Funken zu schlagen. Da wäre ja was möglich. Ich meine, die erleben ständig furchtbare Dinge. Also das wird ja zumindest angedeutet, dass also der ein oder andere dort immer wieder auch an Grenzen kommt und dann trotzdem gezwungenermaßen rüber muss. Ist verstörend, ist für mich der Moment, wenn die dort bei diesem Panzerduell dort so direkt vor dem feindlichen Panzer sind und der eine es einfach nicht mehr aushält. Der will einfach nur weglaufen, will einfach nur weg von da, ne, und droht damit die ganze Gruppe ins Verderben zu reißen und dann wird er da so runtergedrückt, so muss ich jetzt zusammenreißen, so, ne? Das sind so diese ganzen schrecklichen Sachen. Also es mangelt jetzt auch nicht an Anlässen, warum wohl diese Gruppe da auch Schwierigkeiten bekommen wird, zusammenhalten zu können. Aber statt dass sich das wirklich sich so entwickelt und miterleben darf, so diesen Psychokrieg, gibt es dann einfach so einen Moment, da schleicht dann der kleine Bruder Charlie Sheen zu dem großen Patrick Swayze. Du, also ja, hier der und der, die haben jetzt nicht mehr so einen Bock und naja, ich bin natürlich bei dir mitgefangen, bla bla. Es ist so, ach scheiße, weißt du, das ist doch kein Film, dass man die Figuren das sagen lässt, was gerade ist. Ich will einen Film, dass das Zuschauer erleben dürfen und deswegen finde ich, geht für mich auch diese Verräter-Story total nach hinten los, ne? Also, bumm, ach so, da einer von denen hat die ganze Zeit den Sender der Russen mit sich rumgetragen. Warum nochmal und wie? Weil der Moment, wenn Patrick Swayze dann den erschießen will, aber nicht kann und der andere ihn dann erschießt, das hat keine Wirkung, wenn das nicht irgendwas mit mir vorher gemacht hat, dass diese Gruppe so sehr gelitten hat, dass einer einfach gedacht hat, es wäre einfach so geil, dass das einfach alles vorbei ist. Lasst uns doch einfach zu den Russen gehen. Ich meine, also da steckt ja alles drin eigentlich in der Geschichte so. Ne? Ich glaube, man könnte sich nach diesem eher scheinbar schlechten Drehbuch sich in so einer tollen philosophischen Diskussion verlieren und das Gefühl haben, vielleicht steckt das alles drin in der Geschichte, aber erzählt im Film wird es nicht. Man muss das so zwischen den Zeilen rauslesen und kriegt die ganze Zeit aber eher sozusagen das schlechte, bisschen hingerotzte Konstrukt so. Und zwischen den Zeilen sind die interessanten Dinge, aber nicht in dem Film. Also das ist jetzt, weil wir so nett drauf gucken. Wir könnten wirklich auch böse drauf gucken und sagen, ach wirklich, also was, hast du uns gerade 2 Stunden unserer Zeit genommen? Also. Na, jetzt ist, ne, eigentlich will man ihm, oder hast vielleicht vorher gedacht, so wie du ja meinst, ne, das ist irgendein Propagandawerk, deswegen kann man das abstrafen. Ja. Aber es ist einfach ein Film, der nicht so ordentlich funktioniert und deswegen muss man den abstrafen. Also das ist eigentlich so, wenn es wenigstens eine Propaganda wäre, wo ich dagegen sein könnte, dann würde ich ihm auch sagen, das ist ja was, aber das ist einfach nur so, okay, gesehen und... So ein amerikanischer White Harlan, weißt du, der einen mit wirklich gelungener Inszenierung wirklich packt, ne? Und dann zwischendurch so Dinger unterschiebt, wo man denkt, wow, Moment. Nee, stattdessen macht Jomilus... Also, er schiebt die auch rein. Im Porzellanladen. Ja, er schiebt die auch rein, aber die sind halt so voll hier, da, übrigens. Ja. Ich weiß nicht, ob du sehen kannst, aber ich sag dir nochmal, wie viele Finger in meiner Hand sind. Ja, so wenig überzeugt gespielt, dass ich denke, ja, genau. Ich muss aber auch ehrlich sagen, ich kann nicht mal die Charaktere großartig beschreiben, was ich mit dir verbinde. Ja, was willst du denn auch beschreiben? Als ich bei dem Robert, wie gesagt, das war ja eindeutig und sofort ins Gesicht reingefallen. Bei dem hätte ich noch die größte Hoffnung gehabt, wie gesagt. So, aber wie geht es denn weiter? Dann haben wir Matty, der von Charlie Sheen produziert wird, der eigentlich
viel zu wenig Zähnen hat, weil er der rationalste noch so rund sein scheint, der auch mal sagt, ja, was unterscheidet denn die von uns? Wir sind doch beide gleich, ob nun, wir sind doch alles Menschen, der sozusagen der Humanist in der Runde ist, aber trotzdem Leute schießt. Ja, so ein Film ist das, genau. Also, okay. Aber das war mal so, das hat viel zu wenig Szenen gehabt. Dann geht's weiter mit, dann haben wir Jennifer Grey. Jennifer Grey, ja. Die rollt, die na, rollen am Tod. Was, ja. Die ist krass, oder? Was ist denn da los? Die Rollen am Toni hat ja. Und die eigentlich immer nur vorrennt. Also sie ist der totale, Spion sozusagen. Ne? Schiebt denen immer die Bomben unter, sprengt hier wie in der Pate das ganze Begegnungszentrum da. Die harte Sau, ja. Das war auch der Gedanke. Wo hat bis sie gestorben ist, nicht eine Sprechrolle gehabt. Ja, aber das hatten sie irgendwie gesagt, ne? Warum redet sie? Oder sie redet ja nicht viel und so. Also, ja, aber das haben sie doch über die andere gesagt. Stimmt, ne? Ja, ja, genau. Das, weil das, eigentlich gibt es eine Doppelung. Das sind eigentlich beides schwer traumatisierte Frauen, weil sie offenbar missbraucht worden sind oder in Situationen gekommen sind, wo ihnen das hätte passieren können, wie auch immer. Das wissen wir nicht. Allein wie sie aus dem Hut gezaubert werden. Ich habe hier übrigens, das ist lächerlich, ne? Im Keller noch zwei Frauen versteckt. Und gerade auch Lea Thompson, nehmt die immer mit. Die spielt ja wirklich, also die schlechteste aller Varianten von, ich bin immer kurz vorm Durchdrehen, ich gucke mal ein bisschen verrückt durch die Gegend, nur um dann plötzlich bei dem amerikanischen. Ich hätte gar nicht gezogen, darauf geachtet. Aber du hast total recht. Mit Lea Thompson hatte ich meine größten Probleme. Also ich fand die ja alle ja nicht geil, ne? Aber das fand ich, die fand ich total. Ich kann nicht mal sagen, wie ich die fand. Die war. Warum war die da? Das war so. Ja, sie war da. Ja, war da, um den Amerikaner zu retten. Das war noch fast noch die beste Sprüche. Ja, also die hat erstmal gar nicht geredet. Also dann war also die, die erste Szene, wo sie wirklich zu sehen ist, also Szene, wo sie am Lagerfeuer sitzen. Und Charlie Sheen sagt, ja, wasch mal ab. Und die kriegt da ihren Ausraster vor dem Herrn, dass sie ihn töten möchte. Und das, wo ich dann dachte, oh Gott, ich habe gerade nicht aufgepasst. Was haben die jetzt gesagt? Auch das ist wieder so eine Szene, wo ich eigentlich denke, ja, hier könnte man die Charakterisierung, oder hier könnte man eine Verbindung zu den Charakteren aufbauen, weil sie verstehen. Aber auch das, nee, das Puff, ich weiß nicht, ne? da passiert nichts weiter. Ja, ich hatte auch nicht gestanden. Ich habe echt zu reden, oh Gott, habe ich jetzt eben nie aufgepasst. Und wo meckert sie denn jetzt? Was hat er denn gesagt? Ja, ja. Hat er das mit dem Abwaschen gesagt? Und dann kommt auch Jennifer Grant daher und setzt noch einen Nachfall, damit auch jeder Zuschauer das versteht. Du hast was Falsches gesagt. Ja, aber was hat er denn gesagt? Mit dem Abwaschen? Geh mal abwaschen? Also ein sehr modernes Frauenbild hier, das gezeichnet wird. Du, im Dritten Weltkrieg ist das mit der Emanzipation endlich durch. Ja. Aber mit der Rolle, die von, also dann habe ich so gedacht, dann hat die sich nachher in den alten Colonel da verliebt, an den Flieger. Ja. Also, der Frauenmann hat, ja, warum? Also, warum haben die sich überhaupt verliebt und wieso? Und wieso weint sie so extrem, als er erschossen wird und dann auch in die Luft gesprengt und dann eine kleine Partie. Wir müssen ihn leider zurücklassen. Gebombt und ja. Und vor allen Dingen auch dieser sensible Kommentar von der Schwester, ne? Ja, wollen wir ihn vergraben? Und dann hörst du aus dem Off hinter der Schwester, die gerade einen Nervenzusammenbruch hat, dass ihre große Liebe gestorben ist. Ja. Da ist nicht mehr viel übrig. Wir haben gar nicht so viel übrig, um zu begraben. Ja. Das ist geil. Und dann die andere vorher, ich werde nie wieder einen lieben. Was? Ihr wusstet gleich, dass ihr zusammen seid. Also das war... Ja, also das, genau, das, was ich meine. Da fehlen irgendwie diese 10 Minuten, wo das irgendwie noch aufgebaut und gemacht wird. Ich meine, sie haben das mit diese kleine Blume, die ihm angesteckt ist und dieses Signal und dann setzt sie sich ja, zu. Ja, aber hat sie ihm denn angesteckt? Aber also Entschuldigung, was, ich stand 20 Meter vor dem Pferd und ich das gehabt. Das meine ich dann eben wieder. Ne? Also, weiß ich nicht. Das ist eben das, wo ich denke, okay, diese 10-Seiten-Drehbuch haben wir keine Zeit für, müssen wir leider rausschmeißen beim Drehen. Ja, ich weiß es nicht. Ich schiebe das alles Hoffnung. John Milius in die Schuhe, der hatte als Regisseur. Da kam dann bestimmt die jungen Darsteller zu ihm und ja, also wie sollen wir das denn jetzt so spielen? Und wir wissen jetzt noch nicht genau, was wir da fühlen. Ach, hör auf, wenn mir jetzt ein Gefühl, stell dich da hin, heul, lauter, überzeugen. Okay, und du da hinten, ja, mach mal so einen Spruch. Also es wirkt weh, null Empathie. Ja. Also er ist ja wirklich, ich glaube, der einzige Moment, dass John Milius wirklich was so im Herzen gefühlt hat, war, als C. Thomas Howell sich das Hirschblut da in den Rachen gekippt hat. Ah, ja, genau, jetzt bist du ein Mann. Und ich wusste, also auch da habe ich die ganze Zeit gedacht, ja, fangen die jetzt gleich beide an, hammerlaut zu lachen, weil sie ihn veralbert haben, ja, das und hab macht ich auch das gesagt, gar nicht. Genau, ne? Oder kommt jetzt wirklich sowas wie, wo er dann sagt, es war gar nicht so schlecht. Und habe ich gedacht, ja, jetzt kotzt er gleich noch in die Ecke, weil das ist total, aber und auch genau, das nicht. Also weder John Williams hat gewusst, dass du das sagst, weil dann natürlich kam von dem nochmal, nee, es war gar nicht so schlecht. Ja, und dann denkst du, nachdem dann Max das wieder gesagt. Und dann hat der Regisseur gesagt, nee. Und lässt ihn das nochmal ein drittes Mal sagen, war das denn? Nee, es war jetzt gar nicht so schlecht. Ja, Mann. Schnitt, die nehmen wir. Es ist. Nee, aber in Hirschel habe ich auch gedacht, dass sie ihn verscheiße. Da kann man mal sehen, wie die von ihrem eigenen Vater gequält wurden.
wenn alle Amerikaner sind, oh mein Gott, dann sind sie ja schlimmer, als wir erwarten. Aber, ja, wobei, weil ich glaube, Patrick Swayze hat das ja mit diesem Blackfeet, ne? Also er hat das schon auf eine indianische Tradition bezogen gehabt mit dem Bluttrinken. So, dass das jetzt nur von seinem Vater kommt, würde ich da auch nicht sagen. Ja, sein Vater war ja auch nur Indianer. Aber wie auch immer, ne? es verläuft ja einfach, es passiert damit nichts. Ich, ja, die Szene gezeigt und na gut, aber für ihn war das ja dieses Beispiel, dass er seine Seele jetzt abgibt in dem Moment, ne? Das ist so. Ja, dass er sich verändert, aber für mich war es eher so, ein, er wird zum Mann halt, ne? Naja, er wurde, Jäger. Er wurde dann zum Obermann, ne? Also zum Rambo, keine Ahnung. Er hat alles andere ausgeschaltet. Ja, zum Roboter oder was weiß ich was. So, und dann gehen wir weiter in die nächsten Rollen. Da kann ich jetzt nicht weiter mehr sagen, wer es ist, weil das waren alles Leute, wo ich hatte, oh, du bist dabei, als sie erschossen wurden. Also, und vor allen Dingen der eine, mit dem nachher die Lia Thompson zum Ende weggegangen ist. Wer war denn das? War der vorher auch schon dabei? Der war halt lange noch im Hintergrund, um zu überleben. Ja, aber das war echt dieses, ja, ja. Was bist denn du? Also tatsächlich, als ich den dann sehe, dachte ich, ach so, ich dachte, du wärst der Verräter gewesen. Nee, das war der große Lochkopf, der Sohn vom Bürgermeister. Das war doch nicht der Sohn vom Bürgermeister, der Bürger. Natürlich, das war der. Ja, und wer war denn bitte der Mann, wo wir dachten, er ist am Anfang geschossen worden und der auch einen Lockenkopf hatte mit den angeschossenen Armen jemals? Der sagt, Vater. Ja, das war dieser mexikanisch oder ja, spanisch doch, ja, aber das war doch der Verräter. Nein, der Verräter war der Sohn von Mayer, weil er noch gesagt hat. Das auch gerade. Der Mayer, die hatten auch diese krassen weißen Anzüge mit ins Gesicht zusammengezogenen Schlaufen. Aber du hast es auch gedacht, der, ja? Der Daryl. Der Daryl war das. Also, ich wusste recht, dass der Bürgermeister einen Sohn hatte. Es gab auch, so, mitten im Film gab es mal so Portale, wo ich dachte, wer sind die zwei Typen da hinten? Wo kommt ihr denn eigentlich her? Ja, ja. Aber liebe Zuschauer, daran merkt man nochmal an dieser Stelle, wie verwirrend der Film sein kann. Ja. Wenn man ja, oder dann nee, wie oberflächlich diese Personen sind. Also wie gar nicht vorgestellt die sind, sondern das ist wahrscheinlich so ein bisschen hier wie beim Hobbit. Ah, da gibt es alle Zwerge. Was unterscheidet sie? Die Länge des Bartes. Und, ja, tatsächlich passieren da dann sogar eine ganze Menge Sachen. Nicht, dass man sie noch alle benennen könnte, aber ich glaube, da würde man wahrscheinlich keinen Zwerg mit dem anderen verwechseln. Ja, ja. Im Sinne von, ne? Also eigentlich. Man wüsste zwar noch nicht genau, wer sie heißen oder so, aber nee, also das ist schon ganz schön schlecht. Also ich, alter Schwede. Also es ist auch gut, dass du das nochmal sagst, dass dir das auch bei Conan auch schon so gegangen ist. Also Don Mills hat also mit diesem Film gerade in meinen Kopf halt, nochmal einen Schritt zurückgemacht. So. Bei Conan kann ich halt sehr damit leben, weil es einfach so dieses, das ist eine Fantasy-Welt und ja. Diese epische Breite soll irgendwie gezeigt werden, deswegen haben wir immer wieder die Landschaftsaufnahmen und die Story. Naja, das ist mehr eben so dieses Mythische oder die Atmosphäre als mehr die konkrete Geschichte. Aber hier ist es halt. Ja, ich meine, darf man nicht vergessen, also Conan fängt auch an mit so einem Überfall und einem Kindheitstrauma, ja. Aber das ist halt das eine und das wird auch ziemlich auf den Punkt inszeniert und dann ist das die Geschichte, die sich entspinnt. Also, ja, ich glaube, der hat sich wirklich gedacht, der macht jetzt mal, der muss wahrscheinlich wirklich diese ganzen, ich weiß nicht, ich glaube, Goonies und so, das ist alles sogar wahrscheinlich erst ein bisschen später, ich bin mir nicht ganz sicher, aber. Ja, Goonies ist 85. Ah ja, okay, genau. Aber ich kann mir einfach vorstellen, dass er schon Lust hatte so auf sowas, ja, wir machen jetzt so mit so einer jugendlichen Gruppe so, das hat eine gewisse Energie und so. Und da hat er halt Bock auf diese krasse Geschichte mit dem dritten Weltkrieg, so, ne? Wir machen jetzt E.T., nur dass die Russen kommen, statt ein Außerirdischer. Oder sowas. Keine Ahnung. Doch nur eine. Ja, deswegen. Also ich glaube deswegen, du hast vorhin gemeint, Kali, ne, dass auch die Stuntmen, die hatten da bestimmt richtig viel Spaß. Ich weiß nicht, gab es manchmal wirklich so verquere Reihenfolgen? Also es gab schon erst die Idee, sie kommen aus diesen Luken hochgeschossen, in der Zeitlupe erschießen sie denn und hinten geht der Panzer in die Luft und so. Und dann baut man noch die Geschichte wieder irgendwie so hin, dass das reinpasst. Ja, das sind jetzt alles so Erklärversuche. Ich finde den beruhigend schlecht, weil der wirklich schwer ernst zu nehmen ist. Und merke aber, ich kriege trotzdem auf jeden Fall Bauchschmerzen damit, gerade weil es mit jungen Leuten gemacht ist, die das Töten lernen und der Film sich manchmal Mühe gibt, dass das Töten entweder cool oder gar nicht so schlimm rüberkommt. Und nur weil es auch die anderen Szenen gibt, in denen das mit dem Morden auch manchmal unangenehm ist, ne, diese pseudotraurigen Momente eingeschoben werden, das kauft ihn davon nicht frei. So, ne? Also insofern. Ist ja auch genauso, wenn die ganzen Eltern da erschossen werden, eben Standgericht, weil eben, naja, die Guerillas haben uns angegriffen, also drehen wir jetzt auch am Rad. Wo ich auch denke, ja, es ist eine hammerharte Szene eigentlich, aber dann dreht sich der Bürgermeister halt so mit dem schlechten Magen was weg. Was ist da denn? Aber es ist auch eine unmögliche Szene. Also das sind schon auch so Szenen. Jamilius, was hast du denn jetzt dem Typen gesagt? Und vielleicht ist das auch bekloppt, dass du sagst, die Kamera läuft und du hast jetzt gerade deine ganze Stadt verraten. So, und alle Väter lässt du jetzt gerade töten. Und
Action. Sondern muss er das jetzt, also das kann man nicht spielen. Also ich finde die Inszenierung dessen ganz oft die Schauspieler auch mit diesen extremen Szenen auch alleine. Also ich kann das doch nicht einfach nur mit, es ist nur eine einzige Einstellung. Der steht da, aber auf dem Panzer, wir sehen ihn so halb den Körper von ihm und er soll jetzt spielen, dass das gerade passiert ist. Aber das ist scheiße inszeniert, das kann man nicht so machen. Also vor allem, wenn ich vorher gar nicht, also das ist die zweite Szene mit dem Bürgermeister, ne? Also die erste ist, wenn er so in Anführungsstrichen im Verhör ist so. Ich meine, das sind ja alles nicht uninteressante Sachen, ne? Da liegt er so im Raum, kannst du mal bitte deine ganzen Menschen, deine ganzen Bürger verraten für uns, ne? Gib uns Auskünfte. Sag mal, welche Familien sind denn so die Unangepassten, ne? Wen können wir uns denn eigentlich vorknüpfen? Gib uns Namen, so. Mhm. Und er versucht sich ja dann da mal rauszuwinden. Und dann ist das natürlich nur passend, dass sozusagen in der nächsten Szene sehen wir ihn schon, wie er offenbar doch jede Menge Leute verraten hat. Und dann werden sie da vor seinen Augen erschossen. Aber man kann das doch nicht nur das zeigen und dann nichts anderes mehr. Weißt du, wie ich meine? Also es taucht ja auch nie wieder auf. Das ist, was ich meine. Wo, das sind dann wieder die 10 Drehbuchseiten. Nö, machen wir doch wo nicht. Warum sind die Wolverines nicht auf der Suche und wollen diesen Bürgermeister sich vorknüpfen? Oder? Ich glaube, die haben das gar nicht, die wissen das gar nicht zusammen. Ja. Es kam ja nie bei denen an, ne? Aber, ja, und weil die Schien ja sein Fernglas schockiert fallen lässt. Ja. also ich fand es ja viel krasser, dass man abgesehen davon, dass er mit dieser Szene allein gelassen ist, der Bürgermeister, und hier den Kopf schüttelt und den Kopf immer weiter versucht nach außen zu drehen, weiter geht's einfach nicht mehr. Da kommt ja eine kurze Sequenz in die Gruppe, die erschossen wird, und dann noch, wie Harry Dean Stanton dann nochmal den Kopf schüttelt und nach unten guckt. Und dann gehst du wieder zurück zum anderen, dann geht das Schießen los und dann schüttelt der weiß ja halt schon gar mehr, wo er seinen Kopf hinbewegen soll. Ja. Ne? Dann guckt er schon auf den Boden und wer weiß nicht sonst wie, wohin. Und dann kommt Charlie Sheen und lässt das Ding fallen. Ne? Also das wirkte lächerlich in allen Positionen und Enden. Also ich weiß nicht, wie man es hätte machen können, aber so nicht. Also das ist eigentlich auch ein interessanter Punkt, was du eben gesagt hast mit die Kommunikation. Also ich meine, das Szenario an sich finde ich auch sehr, jetzt mal unabhängig davon, dass es jetzt Russland gegen Amerika ist oder so, oder Amerika Russland, aber dieses, ne, es kommt dieser Überfall, es gibt keinerlei große Kommunikation. Ich meine, heute kannst du diesen Film so nicht mehr drehen. Heute haben die dann alle Handys und checken schnell die Verbindung und okay, das ist vielleicht das Netz zusammengebrochen. In einem Krieg bricht ja immer hier die Kommunikation. Ja, aber dass da eben, dass auch wir in der Hinsicht nicht viel mehr Informationen haben als die und wir auch gar nicht wissen, wie sieht es denn jetzt eigentlich aus, und jetzt kommt zum Glück mal der abgeschossene Pilot und kann es mal so ein bisschen sagen, wie das vielleicht so ungefähr läuft gerade und wie es aussieht eigentlich. Also das, auch wir gar keine Ahnung haben. Das war für mich eigentlich so eine Frage, die ich mir so nach spätestens einer halben Stunde gestellt habe. Ja, wie geht das jetzt eigentlich aus? Also gewinnen die nachher den Krieg oder halten die nachher Unterstützung und Amerika schlägt zurück ganz feierlich, was irgendwie nicht so richtig passiert? Also das finde ich, das bleibt sogar interessanterweise relativ offen, dass sie einfach nur sagt, wie alle Kriege hören die nach einer Zeit auf. Und wahrscheinlich hat Amerika irgendwie ihren Platz wieder gekriegt, aber ja, sonst würde die Flanke, also für mich war einfach die Frage, sein, ne? Gewinnen die Russen, werden jetzt was Pathetisches nicht aufgestellt, dann im Stein. Gewinnen die, verlieren die, sterben alle, wer überlebt vielleicht nicht? Und in der Hinsicht muss ich dann sagen, war ich doch überrascht, dass relativ viele dann auch gestorben sind aus der Gruppe. Aber ja, wie gesagt, es ist halt kein emotionaler Bezug da und deswegen ist das dann auch wieder so, ja. Ich finde es interessant, dass du sagst, sind zwar relativ viele aus der Gruppe gestorben, weil ich finde, was mich überrascht hat, ist, dass die Gruppe nicht gewachsen ist. Die haben da permanent Leute, ganze Lastwagenladung von Leuten befreit, die sich dann irgendwo auf dem Acker gemacht haben und die haben trotzdem alleine weitermachen müssen. Also das hat schon, dass man sich ja mal so... Ja, die sind wahrscheinlich zurück in die Stadt gegangen und haben wieder ihre alten Häuser bezogen. Naja, aber wieso? Ich habe immer gedacht, dass sich da so eine Widerstandsgruppe dann aufmacht. Ja, also wie würde sich das ja normalerweise entwickeln, wenn du in Gefangen halt, also fast getötet worden wärst, dann bist du befreit aber die waren immer trotzdem alleine. Also was waren sie am Anfang? 6, 7, 8 Leute und nachher waren es noch 2 oder 4 oder, aber es hat ja trotzdem immer die gleiche Stammbesetzung, abgesehen von den 2 Miezen, die dazu kommt, ne? Aber egal wie viel. Dass du jetzt ausgerechnet 2 Miezen sagst. Aber so, also da habe ich auch so gedacht, ja, hat dann auch keiner mal Bock zu sagen, ich muss mitkämpfen gehen für unser Land. Also, ja, oder wir das wirklich, uns jetzt. Also das fand ich halt auch so dieses Befremdliche, dieses, ach, die sind ja trotzdem immer noch alleine. Ja, wieso? Und dann wollte ja auch der Pilot die noch allein lassen, 2 Minuten bevor er selbst gestorben ist, auf klägliche Art und Weise, aber. Ne, der Pilot wollte sie, glaube ich, irgendwie auch eventuell mitnehmen, wenn sie ihr Können unter Beweis gestellt haben, so. Ja, grob habe ich das verstanden, aber. Ja, er wollte Jet mitnehmen, die anderen hinsehen können, wo Pfeffer wächst, ne? Also, und übrigens, Jet habe ich nicht charakterisiert, weil ich mit Patrick Swayze überhaupt nichts anfangen konnte. Das wollte ich an dieser Stelle mal kurz sagen. Ich habe ihn nicht vergessen, ich kann es ihm nicht sagen. Also ganz minimal wirkt er für mich wie ein Anführer wider Willen. Also er muss diese Rolle übernehmen, einfach ja, weil er Anfang, der Älteste ist. Aber es bleibt eben auch so, ne? Völlig. Ja, ja. Ich meine, er ist quasi, also wenn es sowas gibt, dann ist er die Hauptfigur, ne? Ja, ja.
Ja. Ist auch sein Name über dem Titel, aber. Ja, naja, das hat ja nicht zu sagen. Also ich habe in vielen Foren auch gelesen gehabt, dass Red Dawn auch sozusagen das Sprungbrett war für die jungen Leute und dass sozusagen auch Patrick Swayze und Jennifer Grey deswegen auch für Dirty Dancing gecastet wurden und dass hier Charlie Sheen dann auch wegen Platoon nachher später auch nochmal, weil er diese Kriegssachen so überzeugend gespielt hat, noch gecastet wurde. Platoon ist, glaube ich, der einzige Kriegsfilm, den ich jetzt nicht so gesehen habe von den großen amerikanischen Produktionen, aber und wen haben wir noch? Der ja hier, den C. Thomas. Jawohl. Ja, der ist, glaube ich, nie der ganz Große. Ja, den kenne ich sonst nur aus Outsiders. Ich kenne ihn sonst nirgendwo anders her. Ja. Aber ja, ich weiß jetzt nicht, also ich finde immer so also dieses Schauspiel da selbst finde ich auch nicht überzeugend. Also ich finde, Jennifer Grey spielt sich so wie. Ja, die, ich glaube, die hat immer das Gefühl, die redet halt nicht viel, die muss halt mal gucken, komisch gucken, mal einmal strampeln, weil die Leute sie festhalten wollen und. Ja, ich weiß nicht, ich fand die alle irgendwie, also das war richtig enttäuschend auch. Also ich fand da der überzeugendste in der Runde von der Art zu reden, war für mich tatsächlich noch Charlie Sheen. Ne? Also, ja, weil der wahrscheinlich auch nicht unbedingt diese Ausbrüche spielen musste, durfte eher die ruhigen Sachen oder normalen Sachen spielen. Also der hat jetzt nicht diese Ultraszenen. Obwohl ich auch sagen muss, das soll euch falsch rüberkommen, das soll jetzt auch nicht böse wirken, ne? Also zum Thema Patrick Swayze. Ich mag Patrick Swayze, ich habe in den letzten Tagen ja auch viele Filme mit ihm gesehen, weil ich so in meiner Phase war. Aber ich finde, er ist jetzt nicht der Oberschauspieler, ne, gewesen. Also ich fand ihn sympathisch, ich finde ihn körperlich wunderbar durchtrainiert. Ich finde, hat auch schöne Art, sich zu bewegen gewisserweise. Aber das sprechende Schauspiel, das fand ich bei ihm noch nie so doll. Also das fand ich bei Dirty Dancing nicht überdoll. Dann hier die Szene, wenn er sagt, yeah, don't cry, swallow it, turn it into something. Ja, aber Outside, das fand ich ihn auch austauschbar. Also das, ich meine, da hat er auch keine große Rolle gehabt, ne? Das muss man ungefähr deshalb sagen. Aber so. Oh, würde ich anders sehen, aber da ist bei mir jetzt auch ein bisschen schon wieder her und den habe ich in sehr positive Erinnerung, deswegen kann er auch. Also ich meine, das ist auch nicht böse. Ne? Also ich sehe ihn ja trotzdem gerne, ne? Also ich weiß nicht, was seine beste Rolle war. Ich fand Roadhouse hat mich unglaublich begeistert. Das ist ein Frachtexemplar in diesem Film. Ja, ich glaube, weil Roadhouse auch weiß, was es für ein Film ist, wenn bei Red Dawn, vielleicht wussten die bei Red Dawn auch, was es für ein Film ist, haben das aber nicht so vermitteln können, dass das eben. Ich meine, Roadhouse hat sich das selbst nicht zu ernst genommen. Ja. Aber nimmt der Film sich dann zu ernst? Na, wie gesagt, also wenn er sich nicht so ernst nimmt, wie man könnte jetzt zum Beispiel sagen, die Pfeil in den Szenen machen, aber insgesamt. Ja, nee, dann ging das nicht. Ich habe auch manchmal so in der Szene so einen Wechsel der Stimmung gehabt und so. Das war mir alles nicht. Also es kann sein, dass die wussten, worauf sie sich einlassen, aber. Also ich habe jetzt auch gerade nochmal überlegt, was mir noch in den Sinn kommt, ne, ist ja halt eigentlich eine große Gruppe an Schauspielern, aber jeder hat irgendwie so seine 2, 3 Szenen, wo er glänzen soll, aber nicht so richtig das schafft in unseren Augen. Ich frage mich, wenn jetzt zum Beispiel ein John Carpenter, den halte ich zum Beispiel für einen fähigen Ensemble-Regisseur. Ich weiß jetzt nicht, wie es mit relativ jungen Darstellern gewesen wäre, aber ich könnte mir vorstellen, dass er diese Szenen besser hingekriegt hätte, behaupte ich jetzt einfach mal. Können wir noch mal ein paar Filme von John Carpenter sagen? Dass sowas wie Halloween oder gerade Fürsten der Dunkelheit kommt mir immer in den Sinn, wenn es so um dieses richtige Ensemble geht, wo halt so eine Gruppe. Welt? Ja, das Ding hast du mitgeguckt, wo sie in der Antarktis sind mit dem Alien. Ah, ja. Ja, vielleicht auch nicht. Ich weiß es nicht. Ich würde sagen, da ist schon wirklich beim Schreiben was schiefgelaufen, was schon ungewöhnlich ist. Also Jamil hat auch schon vor diesem Film viele andere Drehbücher geschrieben, meist auch zu eher so markigen Sachen. Also er hat mitgeschrieben schon damals am ersten Dirty Harry und später beim anderen auch das komplette Drehbuch. Es ist Ich glaube, da sind wahrscheinlich viele verschiedene Ideen, sind da ohne nochmal so richtig auszusieben, so einfach so zusammengegangen. Also so dieser Gedanke, an der Kleinstadt sozusagen den Dritten Weltkrieg so exemplarisch durchspielen und sozusagen so eine kleine verlorene Gruppe von vaterlosen Teenagern zur Guerillakampftruppe werden zu lassen. Also das alleine hätte mich jetzt, glaube ich, noch nicht davon abgebracht, neugierig zu sein auf diesen Film. Ne? Aber jetzt diese Mischung daraus eben so einen Parolenfilm zu machen, das zwischendurch blitzt das schon auf. Also schon auch so eine Lust da, mal so eine Ansage zu machen. Also es gibt eindeutige Bilder, da ist noch auf dem Auto so eine Plakette drauf, ist da meine eigene Waffe, nimmt man mir nur aus meinen toten, kalten Händen so, ne? Schwenkt runter und da ist dann ein guter Amerikaner, der sich wohl noch verteidigt hat und dann kriegt er vom bösen Russen die Waffe entnommen, weil er jetzt tot ist. Es ist so, also davon ist das schon voll und dass sowas in der
Zeit des Kalten Kriegs rauskommt, wo gerade ein Ronald Reagan als Präsident auch sozusagen in der Rhetorik, in der diplomatischen Rhetorik auch wirklich aufrüstet. Ist das schon auch so ein Film, der einem so helfen darf, wahrscheinlich das ein bisschen besser zu finden, so, ne? Also insofern, also das finde ich schon ganz schön verächtlich. Aber warum das dann so wenig überzeugend und schlecht inszeniert ist, ich meine, da kann man wahrscheinlich froh sein, dass das so ist. Aber das, ja, das überrascht mich. Ich glaube, das liegt schon tatsächlich am Drehbuch. Vielleicht war das Drehbuch, weil die beim Schreiben gedacht haben, jetzt hauen wir mal so richtig auf die Kacke. Und jetzt, also, dann war denen eben eher mal so ein deftiges Bild oder ein deftiger Spruch wichtiger als eine zusammenhängende Geschichte. Ich meine, wenn man Herr der Fliegen wirklich ernst nimmt, kommst du ja am Ende nicht mehr auf markige Kampfsprüche. Das geht ja dann nicht mehr. Mhm. Das sind ja alles letzten Endes Absagen zum Krieg und zu den menschlichen Abgründen. Und vielleicht gerade, weil er Apocalypse Now geschrieben hat, wo das ja letzten Endes ganz ähnlich, wahrscheinlich wie beim Herr der Fliegen, also da guckt man am Ende so lange in seine eigene schwarze Seele, dass man sozusagen wahrscheinlich im Spiegelbild eben auch Satan sieht. Und wenn einem das bewusst wird, ist es irgendwie auch schon wieder vorbei. Wahrscheinlich muss es dann auch den Film geben. Vielleicht braucht das. Ich meine, Conan ist ja nun auch wahrlich kein Film für Diplomaten, nicht? Da wird auch enthauptet, was nicht passt. Ja. Ja, da würde ich halt darauf schieben, das ist halt eine Comic-Verfilmung. Ja, nee, das die jetzt ja, auch nicht, aber. Und ich finde auch sozusagen, merke auch, dass mich dieses Setting überhaupt gar nicht so angerührt hat, so, ne? Und ich ja bisher auch quasi zu Red Dawn nur eine Meinung hatte, ohne ihn gesehen zu haben. Aber das hat man jetzt auch schon. Ja, nee, also ich habe filmisch einfach mir mehr erwartet. Ja. Egal, also so wie wir bei Top Gun gesagt haben, ja, schön inszeniert oder ordentlich gemacht, aber halt die Botschaft ist so dermaßen, das ist deswegen Film. Und hier ist halt der Film einfach so. Und wenn ich Top Gun wirklich gefährlich finde, ja, gerade weil er so gut gemacht ist, fällt mir das bei Red Dawn schon gleich sehr viel schwerer. Und das ist ein gutes Beispiel. Tony Scott hat auf jeden Fall sein Handwerk sehr viel besser drauf. Und das ist möglicherweise auch ein Hinweis, warum John Milius eben nicht noch zig viele andere Filme gemacht hat, sondern es sind übrigens auch einige Western in seiner Drehbuchkarriere mit dabei. Vielleicht, weil es vorhin auch schon so hatten, aber auch Western gemacht hat. Ja, ich finde es schade. Wie gesagt, ich hatte ja keine große Erwartungshaltung vorher. Ich hatte gedacht, dass das Thema interessant ist. Ich finde auch diesen Grundplot, da kann man auch so viele Sachen machen und da kann man auch in so viele verschiedene Richtungen gehen und so viel, den Fokus auch so komplett unterschiedlich setzen. Dass es denn der Fokus auf Explosionen lag, das ist der Punkt. Also damit habe ich leider überhaupt nicht gerechnet. Da hat er da diese krasse Grundgeschichte, diese krassen jungen Leute und der Fokus liegt auf den Explosionen. Genauso ist es. Schöne Explosion, ne? Also Michael Bane hatte von dem, der wäre stolz, ne? Also, ach, Kali, soll ich dir mal was sagen? Der Junge mir sagt, ach, selbst die Explosion hätte ich mir schöner vorgestellt. Mal ehrlich. Also wirklich. Also vor dieser Kulisse, ich finde, die Landschaft fand ich ja auch sehr, sehr schön. Also ja, die Landschaft, da bin ich ganz bei dir. Ja. Also da muss ich ja endlich mal zustimmen, Max. Ich habe dir immer gleich dazu gesagt, das ist eine fantastische Landschaft und ich finde es so schön, dass man da auch mal eine Explosion darin sieht. Das gibt ja auch noch einen anderen Fokus. Endlich mal schöne Natur mit schönen Explosionen. Naja, ich fand ja auch, dass mir ich meine letztendlich der Gegner selbst, ne? Ich sage jetzt wieder Russen, Kubaner, also ich finde es furchtbar, dass man dieser Kombi das mal sagen muss. Die Gegner. Kein einziges Mal Kommunismus gesagt. Nein. Ich finde, wir haben uns auch politisch komplett darauf zurückgehalten hier. Weil es den Anlass gar nicht gibt. Ich merke gerade, also der Film gibt mir den Anlass nicht. Ne? Aber ich finde, der Gegner war austauschbar gewesen. Da hättest du jeden setzen können. Du hättest jedes Land nehmen können. Das ist doch. Ja, ich weiß nicht. Und wenn ich jetzt an den Kontext denke, wann ist der rausgekommen? 84? Ja. Oder ja, Ende des Krieges. Naja, da gab es ja nochmal eine Hochphase in der Zeit. Das war ja die Spannungsphase. Nicht klar war, wo klar war, also dass das sein könnte. Also naja, okay, und war nicht klar, ob es nicht. Ich meine, also, die Kuba Beziehung. Aber dieser Punkt ist ja nochmal drin, so mit hier Afghanistan wird irgendwie mal so angesprochen. Ne? Stimmt, da kämpfen die Russen gerade zu dem. Das ist ja noch der Punkt, aber sonst. Ich meine, das ist schon die Hochphase. Ich bin ja großer Freund von Kalt. Also vielleicht mal eine Sache, ist vielleicht nochmal ganz interessant. Das ist jetzt auch nicht alles auf meinem eigenen Mist gewachsen. Vielleicht nur ganz kurz, also du bist nicht großer Freund des Kalten Kriegs an sich, dass es den gibt, aber der Geschichte, ne? Nein, um Gottes Willen, ja. Also ich bin kein Kriegsfan überhaupt, ich bin Pazifist vom Herrn. Aber eine Explosion verschwindet. Aber ich gucke. Nein, und das ist ja fiktiv, ne? Also da kann man es ja. Ist okay. Also ich wollte nur mal sagen. Nee, aber du hast es richtig, Max, das betonst, ne? Weil, aber ich, wie gesagt, wir sind ja beide auch Historiker, ne? Und
Naja, Gelernte. Ne? Aber das schon, das Kalte Krieg für mich persönlich der spannendste Krieg tatsächlich war. Mhm. Ne? Weil es einfach auch ein, ja, ich sag jetzt mal in Anführungsstrichen, Kalter Krieg war, diese Verhandlungen, dass da jederzeit hätte was passieren können und wie die Leute sich verhalten haben. Und gerade die Amerikaner haben ja beim Kalten Krieg auch eine unglaubliche Wesenserfindung durchgelegt, indem sie sozusagen da diese ganzen Filme damals für diese Kinder gedreht hatten, mit dem Alufolienhüten und so, wenn die Strahlung kommt und dass die Bunker gebaut wurden. Das war ja das, wo auch viele Privatmenschen sich Bunker in die, also Luftschutzbunker in die Häuser unterhalb gebaut hatten, weil sie Angst hatten, dass der Krieg kommt. Also diese extreme Panikmache permanent. Und ich finde, das ist ja so in dem Film nicht mal das ist im Film aufgegriffen, ne? Dass immer nach Hause rennen, da ist ein Luftschutzbunker oder irgendwas. Ich hab das Gefühl gehabt, die sind sich am Anfang ja nicht mal sicher, wer angreift und nicht mal aus welcher Motivation heraus. Ja, das Einzige, was halt immer gesagt wird, ist Amerika ist allein, auf sich allein gestellt. Ne? Das finde ich aber auch, wie gesagt, das finde ich ja eigentlich einen coolen Einstieg, ne? Da greift jemand an und wir wissen gar nicht, was los ist, lass uns erstmal flüchten und zurückziehen und dann gucken, wie wir vorwärts kommen, aber ja. Da hört es dann auch auf. Das war's dann. Das ist die schöne Prämisse und. Ja, ist einfach auch willkürlich. Die begegnen dann all den denkbaren Ideen, die man so haben kann. Also, da kommt jetzt so eine Diktatur und die will dann so Umerziehungslager organisieren. Da laufen auch so komische Filme. Schöne in den Kinos läuft dann Eisensteins Alexander Nevsky. Also, es ist so. Ich finde es auch eine ganz schön krude Mischung so. Es ist so wirklich so ein bisschen, als wäre das jetzt so quasi die Geschichte des Kommunismus, so ein Selbstbedienungsladen, wo man dann ein bisschen was davon, ein bisschen hiervon, so neu zusammengewürfelt. Das meine ich eben mit, das lässt mich diesen Film gar nicht besonders ernst nehmen so, ne? Also weil der auch sozusagen als vielleicht antikommunistische oder sonst wie antirussische Propaganda gar nicht, also... Er hat gar nicht genug Haltung dafür, so. Also auch eine Haltung, die ich vielleicht gar nicht mögen würde, ne? Also, so ist eher so, ist es ein Vorwand für einen Actionfilm, den ich dann erstaunlich wenig unterhaltsam finde. Und ich bin ganz bei euch sozusagen auch als Pazifist auch eine Freude, gerade dann in zerstörerischen Fantasiewelten des Kinos zu haben, so, ne? Aber ich bin in jeder Hinsicht unbefriedigt. Sogar an der Stelle, wo ich mich gerne mal hätte aufgeregt über die politischen Implikationen von solchen Filmen. Da finde ich es eher viel bedenklicher, wenn in Polen jetzt gerade ein Spielfilm läuft, der nochmal nahelegt, dass die gesamte politische Kaste da, die da in dem Flugzeugabsturz ums Leben gekommen ist, dass das alles auch durchaus eine Verschwörung gewesen sein könnte. Und das müssen wir jetzt, ne? Dann gibt es den passenden Kinofilm dafür, der das Volk sozusagen verunsichert. Und ach so, könnte es vielleicht doch so sein und vielleicht brauchen wir mehr Überwachung und mehr staatlichen Eingriff, um jetzt sicherer zu sein. Ne? Also das sind Dinge, die machen mir sehr viel mehr Angst, als ehrlich gesagt so ein lächerlicher Versuch aus der Angst, die zur Zeit des Zweiten Weltkriegs, des Kalten Kriegs geherrscht hat, einen Unterhaltungsfilm zu generieren. So. Mhm. Das ist ganz schön nach hinten losgegangen, obwohl offensichtlich zu der Zeit gar nicht mal so, wenn es als Sprungbrett getaugt hat für die jungen Darsteller. Erstaunlich genug, finde ich, bei dem schlechten Spiel. Na gut, dann sei das. Das ist auch der einzige Satz auf dem Cover, mit dem ich nicht übereinstimme. Also hier, in die Rote Flut legten später berühmte Darsteller den Grundstein für ihre Karrieren. Patrick Swayze, Charlie Sheen und Jennifer Grey. Und überzeugten schon damals mit packenden Darstellungen. Den letzten Teilsatz streichen wir kurz. Ich meine, Jennifer Grey hat doch nur Dirty Dancing gehabt, oder was? Das wird nicht böse klingen, sonst war sie auch nur Serien-Nebenrolle, oder was? Also, ja, Trump's dann doch auch noch Zurück in die Zukunft gehabt, ne? Und jetzt Switch. Also, ich kenne die nur. Ich meine, aber mit Zurück in die Zukunft hast du dann aber auch wirklich großen gehabt. Also, ja, das will ich ja gar nicht absprechen, ne? Haben wir mehr davon erwartet. Ja, was haben wir denn nächste Woche, Chris? Ja, das ist eine gute Frage, ja. Ich gebe mich jetzt ertappt, dass ich mir das vorher. Na, ich habe eine Mini-Überleitung, habe ich, also so das Thema Chaos, das in der Kleinstadt einfällt, werden wir wahrscheinlich uns demnächst noch mit Gremlins auseinandersetzen. Aber nicht in der nächsten, sondern in irgendeiner der kommenden Folgen wird das wahrscheinlich der Fall sein. Bin ich denn jetzt quasi dran? Ich finde es immer schwierig, wenn du sagen wir mit dem Gast zuletzt hatten wir der dritte. Nee, zuletzt hatten wir den Mann, der von. Ja, eigentlich, ja, kannst du. Da darf ich mir jetzt wieder was aussuchen. Ich habe sonst auch, ich habe jetzt gerade mir frisch eingetrudelt, die 36 Kammern der Shaolin. Max, hast du den denn schon angeschaut? Ich habe ihn, wie gesagt, damals bei Arte irgendwie mal. Ja, genau. Und da habe ich mir dann auch tatsächlich so lange angeschaut, wie ich es geschafft habe. Ich habe nur festgestellt, die
Die Originalfassung geht irgendwie 115 Minuten und die deutsche Kinofassung ging anscheinend knapp unter 90 oder knapp über 90 nur damals. Also ich hatte ein kurzweiliges ästhetisches Vergnügen und dann habe ich gemerkt, dass auch, also es einfach Grenzen hat. Aber du, Max, wenn du ihn dir aussuchst. Nö, ich habe auch noch die Zeit der Wölfe rumliegen. Ich will ja eventuell Sissy noch reinschmuggeln. Ja. Sissy? Ja. Kali, kommst du denn zur Hilfe? Na, um einfach mal diese, ich habe den nie gesehen. Hast du den mal gesehen? Ja, klar. Ja, also für mich ist das einfach so ein Phänomen, was ich einfach mal sehen möchte. Aha, was steckt da eigentlich dahinter? Ist das wieder auch so eine Luftnummer einfach? Naja, der hat sich halt seinen Ruf erarbeitet und wir müssen jedes Jahr auf Sat.1 gucken so zu Weihnachten oder warum? Wieso läuft der noch jedes Jahr auf Sat.1? Gehe ich fest von aus. Ich bin der Meinung. Ich bin nicht so anteilig. Christian, das ich bin der Meinung, also der ist mindestens. Ich bin mir auch sicher, dass der immer noch reißenden Absatz in jeder neuen DVD und Blu-ray und weiß ich nicht noch was Edition hat. Ich habe schon mal eine schöne Edition gesehen. Steht auch jetzt gerade wieder als Gold-Edition alle drei Teile. Den möchtest du denn zu Weihnachten haben? Ja, wenn dann die Blu-ray. Aber schön, dass wir das auch noch. War schön, ja. Ja, ich habe gerade so gedacht, wo du meinst, ist bei dir heute eingetrudelt. Bei mir ist heute auch was eingetrudelt und zwar passenderweise ist halt der Krieg, die dritte Staffel von The Americans. Also da haben wir nochmal eine bessere Unterhaltung, auch gehalten Krieg. Ja, also ich habe noch so ein paar Filme rumstehen, die auf jeden Fall noch Podcast geeignet sind. Ja, da hat die ganze Filmgeschichte noch so einiges bei uns im Regal. Du können wir es dann, glaube ich, auch zum Ende bringen und sagen, dass wir das auf jeden Fall auch nächsten Sonntag wieder machen. Kali, schön, dass du da warst. Ja, gerne, hat Spaß gemacht. Schön, dass du uns diesen scheiß Film mitgebracht hast. Also du darfst demnächst auch wieder dabei sein. Aber ich hatte eine Menge Spaß, danke. Das Geile ist ja tatsächlich, dass du mir immer vorwürfst, ich stehe so auf die 80er, aber du, ne, Heathers hast du mitgebracht, Rote Flut hast du mitgebracht, sind beides 80er-Filme. Du bist übrigens bist du in dieser Schublade gelandet, ne? Du kommst immer mit den 80er-Dingern angewackelt. Ach, das ist richtig übel. Ich bin ja eigentlich gar kein Fan der 80er, in keiner Art und Weise. Ich liebe 60er, 70er und 90er. Bildet dieser Podcast nicht ab, Kali. Da reicht sich einmal bei Eisenstein dabei zu sein. Also wenn ich jetzt einen Wunsch äußern dürfte, wäre ich auch bei Gremlins gerne dabei, aber ist das auch 80er? Aber hallo, das ist volle Kanne. Also wenn du irgendwas an deinem Beruf ändern willst. Ja, dann sollte ich mich zurückziehen. Nein, bist da herzlich willkommen. Vielleicht sehen wir uns ja wirklich auch im Kino, bei dem machen wir auf jeden Fall wieder nach. Ja, also das wäre auf jeden Fall, ich freue mich da auch schon sehr, sehr drauf. Das ist eine sehr schöne Sache, dass du ihn reinholst. Können wir direkt auch sagen, der Freitag, der 9. Dezember ist das, glaube ich, oder der 10. Dezember. Also na, da hast du wohl auch die nächsten Sonntag. Das zweite Dezemberwochenende, ich glaube, 16, 17, 23 ist ein Freitag, weil die 23 minus 7 ist 16, also es müsste der 9. sein. Der 9. oder 10. Dezember, der Freitag um 22 Uhr oder 22.15 Uhr dann im Livu in der Frieda 23 hier in Rostock im Original und hinterher schnacken wir uns dann noch alles von der Seele, was wir zu Joe Dante sagen müssen, dem ich ja mal die Hand geschüttelt habe. Ich war Zeuge und habe vergessen, ein Foto zu machen. Ja, so viel zu Red Dawn. Guckt Filme, habt Spaß dabei, vielleicht auch bei Rote Flut. Wie ihr das dann auch immer anstellt, weiß ich noch nicht, aber lasst es uns auch gerne wissen in Kommentaren. Ich sage es wie der Filmdienst in seinen Kurzgetriegen, wir raten ab. Weil ich ja sagen muss, das ist ja in Filmkreisen eigentlich ein Guckbefehl, dieses wir raten ab. Ja, also vom katholischen Filmdienst. Wir haben das auch geschafft, da jetzt knapp anderthalb Stunden drüber zu sprechen. So ist das halt mit dem abratenswerten Film. Also eure Meinung könnt ihr dazu auch gerne loswerden, auf wiederaufführung.de. Lasst uns gerne Kommentare da oder bei facebook.com/wiederaufführung oder über Twitter. Ihr seid internetaffin, ihr könnt das, wir vertrauen auf euch. Ja, danke, dass ihr zugehört habt. Auf Wiederhören. Ciao.